danke fürs Einschalten und herzlich willkommen zurück, liebe schon coole Freundinnen und Freunde des Enkassi-Büros von Exitus und von Andreas schon cool und alle Fans der World of Warcraft. Wir begrüßen euch zum Goldcast Nummer 15, mein lieber Exitus. Die 15 haben wir voll. Ich begrüße dich ganz herzlich auch zu meinem Lieblingsformat, was Content angeht, obwohl es auf deinem Kanal läuft. Es ist aber auch mein Lieblingsformat, aber freut mich sozusagen, dass wir das in dieser Form bereitstellen. Wie geht's dir? Was macht die WoW? Und wie läuft der Raid? Genau, wie läuft 8.3? Da ist sie die Frage. Ach, dann super, seit deiner super Collage aus euren Raid-Erlebnissen. Ich wollte gerade sagen, ich habe da so ein Video hochgeladen. Ja, mir geht's eigentlich ganz gut. Danke der Nachfrage. Hoffe doch selber auch ganz gut. Wir haben uns jetzt auch ein paar Tage nicht gehört, weil ich mich von der Außenwelt abgeschottet hatte, um Nialova zu raiden. Macht richtig Laune. Aber das habe ich auch von Eternal Palace gesagt, von der Saaloa. Und in ein paar Wochen kann ich den Bunker bestimmt schon nicht mehr sehen. Aber nö, im Allgemeinen ganz gut. Ich habe jetzt Spotify und kann nachgucken, wie unser Goldcast da performt. Ist gut. Klasse. Ich bin ja so ein Apple iPhone. Das liegt aber mehr an iOS. Gar nicht mal an Apple. Oder ich habe diese ganze Gadget-Geschichte oder dieses Luxus-Smartphone, blablablub, ist überhaupt nicht meins, wenn ich ganz ehrlich bin. Das war einfach, dieses iOS-System finde ich so toll. Und da höre ich natürlich Podcasts. Und da die Frage, ob wir die Geschichte noch irgendwie in diese Apple-Podcast-Infrastruktur bekommen, das wäre natürlich fantastisch. Das können wir uns nochmal überlegen. Kann mir vorstellen, dass in unserer Community auch die eine oder andere ebenfalls auf dem iPhone, iPad, wie auch immer, oder auf dem Mac sich Podcasts anhört. Das fehlt mir noch zu meinem Glück. Ich glaube, dann haben wir wirklich alles abgedeckt. Ne? Wir sind nicht auf dem iOS-Podcast von Apple, richtig? Auf dieser Plattform? Nee, ne? Nee, soweit ich weiß nicht. Das sind Google Podcasts, Spotify, Anchor und zwei Seiten, deren Namen ich noch nie gehört habe. Das liegt aber auch daran, dass ich mich, bevor wir mit dem hier angefangen sind, nie wirklich mit Podcasts oder so beschäftigt habe in der Richtung. Ich auch nicht so, wenn ich ganz ehrlich bin. Mir wäre das Thema noch ziemlich neu. Aber ansonsten könnte man mal in Erwägung ziehen, ja, definitiv. Genau, das fiel mir noch so ein bisschen ein. Ne? Also das ist jetzt hier kein Product Placement oder so und ich war jetzt auch keiner der Steve Jobs Jünger oder so. Auch wenn natürlich diese ganze Smartphone-Welle letztendlich auch seine Innovation war, muss man tatsächlich zugestehen. Ne? Diese ganze Funktion, dieses Vision, einfach diese Evolution von den klassischen Handys zu den Smartphones, da war Apple sicherlich oder Steve Jobs der größte Treiber, das kann man ihm vielleicht zuschreiben. Aber es war einfach so, wenn man aus dieser Umgebung kommt, ne, und die iOS-Umgebung ist ein bisschen eine andere, das fiel mir noch ein. Das wäre nochmal der nächste Schritt für den Goldcast, in der Apple-Umgebung zu sein. Ansonsten hast du eigentlich so Zahlen, so Abrufzahlen, das würde mich mehr interessieren. Mit Sicherheit wird YouTube auf deinem Kanal das Video die meisten Abrufe generieren, immer noch. Aber manche hören sich das wahrscheinlich wirklich, hören sich das dann nur an, die schauen sich gar nicht groß das Video an. Die hören es direkt als Podcast, kann ich mir vorstellen. Ja, so eine Handvoll, bilde ich mal ein. Ja, es ist wirklich eine Handvoll. Also wenn ich jetzt mal wirklich grob über die Hand schlage, es sind meistens um die 2000 auf YouTube. Und auf Anchor selber, da ich sehe dann nicht die Plays von Spotify oder sonst irgendwas in der Richtung, aber alleine auf Anchor, also auf dieser Verteilplattform, sind es meistens zwischen 150 und 200. So in der Richtung. Ja, okay. Also die Leute, die es pur als Podcast hören. Und jetzt stell dir mal vor, jeder von denen würde auf das Patreon eingehen. Nein, ich mach nur Spaß. Ja, ich wollte. Das war Spaß. Ich hab meinen Patreon-Timer, der läuft noch. Ja, der klingelt erst in 7 Minuten oder so. Ist denn noch jemand dazugekommen, Patreon? Wie viel haben wir? 5? Knapp das halbe Dutzend voll, ne? 6. Das hat sehr schön. Klasse. 6, freut mich sehr. 6 im Allgemeinen. Also hallo an alle, die zuhören. Und hallo an die 2. Die das ein paar Tage vorher hören. Vielen Dank auf jeden Fall. Ich bin schlecht in sowas. Ich kann nicht Danke sagen. Also ich kann Danke sagen, aber danke.
Definitiv. Genau, ich sage auch stellvertretend danke, auch damit das irgendwie klar ist. Ich spreche dann auch im Plural und von wir, einfach weil ich mich dann freue für Exi. Das ist aber Exis Patreon und da gibt es auch keine halbe. Ich kriege auch keine Provision, möchte ich nicht. Brauchen wir alles nicht, alles in Ordnung. Ich freue mich über jeden, der das Projekt unterstützt von Exitus, dem, oder wenn euch der Goldcast gefällt und ihr sagt, Mensch, klasse, das ist eine Möglichkeit, ein bisschen früher drauf zuzugreifen. Vielleicht gibt es mal das ein oder andere Gimmick, was vorher kommt. In dem Patreon- und Twitch-Subscriber-Kanal. Ne? Die Leute, die keine Ideen haben, die zumindest Exi-Subscriber sind, so da mal reinzugucken. Es ist ja letztendlich eine Form der Unterstützung, Punkt. Ganz wertfrei, emotionsfrei. Es geht einfach nur um Support. Das ist es ja einfach schon, sich zu entscheiden. Das machen wir dann, wie gesagt, ich sage immer diesen Spruch, die YouTube-Einnahmen zahlen weder die Werbung noch sonst irgendwas. Viele überschätzen das total. Und ich sagte ja, vor ist schon ein paar Monate her, dass einer sagte, ey, du kriegst doch YouTube-Money. Und dann habe ich mal einen Screenshot gezeigt, davon kann man nicht mal tanken, ja, also wer glaubt, dass irgendwie 7000 YouTube-Abonnenten überhaupt für eine Tankfüllung sorgen, ist bitter enttäuscht, da fallen ganz viele ganz böse hin, ne? Auch Adblocker und Co. habe ich auch auf manchen Seiten. Insofern sehe ich das als eine Hobbygeschichte. Ne? Exi hat auch Job und Familie und Verpflichtungen, das ist alles nur ein Add-on und als Dankeschön und wir machen es, weil wir Bock haben, weil wir euch Informationen geben wollen, die euch helfen sollen. Es soll auch Unterhaltung sein. Es soll eine Berieselung sein, wenn ihr Farmen seid in der WoW. Es soll auch eine Diskussion sein, eine Auseinandersetzung. Wir wollen auf Fragen eingehen und wir bewegen uns ja alle in unserem Hobby in der World of Warcraft und im Speziellen im Thema Farm, Gold verdienen, WoW-Ökonomie, Multiboxen, Twinken, Sammeln, alles, was dazugehört. Das ist ja das positive, bekloppte Hobby, was wir alle teilen, weil man das ja so vielen Leuten nicht erzählen kann, dass man WoW spielt. Insofern sind Exi und ich ja zu Hause in unserer Homezone und wir wissen, ihr versteht das, die ihr zuhört oder zuseht. Ihr zeigt uns nicht den Vogel, wenn wir hier ein, zwei Stunden abgleiten in die Tiefen der WoW-Farm- und Berufs- und Auktionshaus-Themen. Ihr versteht uns und deswegen ist es für uns auch eine Form von Katharsis, euer und selbstreferenzielle Psychologie, die eine Verarbeitung durch die Erlebnisse in der WoW, die wir haben. Und ihr helft uns dabei, das zu verarbeiten, was wir durchmachen, zum Teil im Auktionshaus oder in den Raids oder beim Farmen. Ne? Ach komm, zugegeben, wir quatschen einfach nur furchtbar gerne miteinander und nehmen das auf, damit alle was davon haben. Das ist auch ein Grund und weil es sicherlich spannend ist, manchmal zuzuhören. Ja. Aber es trägt halt auch Früchte, gerade jetzt. Wir sind heute auf dem Sonntag, dem 2. und ich habe ja gestern gestreamt und es kamen gestern auch wieder 3 Leute, die sich nochmal im Allgemeinen für die ganzen Tipps und so weiter bedankt haben, die wir hier im Goldcast teilweise besprechen. Ich habe es erstmal verneint und habe gesagt, wir erzählen überhaupt keine Tipps, wir reden einfach nur 2 Stunden irgendwie doof daher. Genau. Und ihr assoziiert, dass wir Tipps geben. Genau. Aber nein, also ab und zu haben wir ja wirklich schon mal die ein oder andere gute Idee, so nach dem Motto. Aber es kamen auch wieder gestern welche Leute zu, die sagten, hey, vielen Dank nochmal für alles. Ich habe jetzt gestern erst meinen Longboy gekauft, habe wieder Screenshots davon im Discord gehabt. Das freut mich dann richtig. Ne? Also wirklich. Man klatscht nicht ins Mikro. Ich finde das immer furchtbar schrecklich, wenn ich irgendwo ein Video. Deswegen habe ich nur die Geste. Ich habe es nur eingedeutet. Ein Stream, wo die Leute dann so. Schrecklich. Das macht man einfach nicht. Also, ich klatsche. Freut mich sehr. Wir applaudieren euch zu euren Meilensteinen. Und das ist mir aufgefallen in unseren Communities in den letzten Tagen. Ich glaube auch auf Twitch. Ich bin ja gar nicht so aktiv. Ich hatte jetzt letzten Samstag mal wieder gestreamt. Aber ich bin wirklich nur Casual Streamer, also im bestmöglichen Sinne noch ausgedrückt. Das ist hier nicht unbedingt so mein Ding, das überlasse ich dann der Exitus. Mal habe ich so Bock und sage, jetzt schmeiße ich mal die Kamera an, so 2, 3, 4, 5 Stündchen. Das ist bei mir aber super spontan und selten. Und dann gucke ich auch nicht immer rein und logge mich ein auf Twitch. Denke, so 2 Whisper? Ne, wieso auf Twitch, wieso nicht im Discord? Da haben sich dann auch 2 bedankt für die Tipps und die Infos. Eine von den Personen hat auch den Longboy erreicht. Die andere Person hatte sogar das Goldcap. Super. Also das freut uns natürlich, wenn ihr eure Meilensteine erreicht und wir dabei irgendwie behilflich sein konnten durch ein paar Tipps und Gedankengänge. Und manchmal liest man sowas. Ich habe Sachen total aus den Augen verloren. Ich bin auf Ideen gekommen durch eure Diskussion. Und ich feiere das sehr, dass die Leute ihre Meilensteine erreichen. Und es muss nicht das Goldcap sein und auch nicht der Longboy, wenn ihr sagt, ihr habt zum ersten Mal 500.000 Gold erreicht, 1 Million erreicht oder überhaupt die Marke. Ihr schafft es irgendwie jetzt, die Marke mal wirklich stabil zu erfarmen. Leute, auch das ist ein fetter Meilenstein. Nicht immer von diesen absurden großen Summen ablenken lassen. Viele sind von, ich habe mir Gold gehabt auf, ich habe 6-stellig Gold. Das ist ein fetter Meilenstein und das wissen wir auch immer noch zu würdigen. Ja, und das freut uns, teilt gerne die Erfolgsgeschichten mit uns in unseren Communities
weil es das einfach bestätigt, dass man denkt, okay, die ganze Arbeit und die Zeit, Exi, die wir investieren, die bringt dann doch was und hilft manchen, und dafür machen wir das ja auch. Ne? Wenn es ein paar unter euch gibt, die sagen, Leute, durch euch bin ich inspiriert und animiert, hier was zu machen, super, Exi, genau das wollen wir doch, das wünschen wir uns doch. Mhm. Wie gesagt, selbst wenn das nicht kommt, ich mache trotzdem weiter, das ist überhaupt nicht das Problem, aber... Aus Prinzip schon, ne? Ich habe halt einfach Lust darauf, so ist das nicht. Und wenn ich der Letzte bin, der dein Video klickt und liked, ist mir doch egal, ja, ob solange Exi weiterhin Fake-Checks macht, habe ich mein Peace of Mind und die Sanity, dann bleibe ich geistig gesund irgendwie durch den Schrott. Wir haben im Vorgespräch, ich sage ja, wir machen irgendwann mal, das machen wir dann natürlich erstmal nur für die Patreon-Subscriber und für die Twitch-Subscriber, mal so ein Take-Out und Best-Off und wie wir uns informell unterhalten. Vielleicht nehmen wir nicht jede Lästerei mit rein, aber so ein paar Geschichten. Wir verfolgen natürlich auch so ein bisschen, was tut sich contentmäßig, was tut sich in der WoW, was tut sich in Sachen Gold Guides. Ja, wir haben ja gerade erst wieder was erlebt. Ne? Also, aber ich muss gerade so lachen wegen deiner, was hast du gesagt, Corruption da in der Richtung? Ich muss so schmunzeln. Ich hab letztes Bild gesehen, wo dann halt quasi einfach nur so ein neutraler NPC war. No, Enzov, Giver of Corruption, not you, oder sonst irgendwas in der Richtung. Und dann steht da Enzov und sagt, I also give presents. Ja, so, oh, a present. Yay. Und steht so, it's corruption. Ich fand den lustig. Das ist genau mein Humor. Nein, klasse. Nee, wir haben ja tatsächlich kurz auch im Vorgespräch mal wieder... Das muss man sich wirklich ab und zu mal geben. Einfach mal auf YouTube gehen, nach Gold Guide oder Gold Farm oder sonst irgendwas, etwas in der Richtung suchen. Und yes, die aktuellen Filterergebnisse auf Upload-Datum setzen. Und was man da teilweise sieht, da fehlen mir die Worte. Also ich will das eigentlich gar nicht so niedertrampeln, so ist es nicht. Sagen wir es mal so, ich war auch mal an dieser Stelle, okay? Ich hatte einen Kanal mit 0 Abonnenten drauf, hatte eine Idee und ich hatte ein Video und das musste ich jetzt irgendwie unter die Menschen bringen. Klar. Und dann gibt es aber auch Leute, die produzieren dann einen Müll. Ja. Also mein erstes Video war ja schon Müll, aber das war halt nicht so Müll wie das Müll, also in der Richtung. Und keine Ahnung, das Härteste, was ich heute gesehen hatte, war tatsächlich ein World of Warcraft Gold Guide. Versprochen mit, ne, Millionen auf WoW Shadowlands 8.3, was ja schon mal nicht ganz so hinkommt, in Klammern BlizzCon 2020. Mhm. Mit einem... Pass auf. mit dem Handy vom Bildschirm abgefilmten Video eines anderen YouTubers aus Kataklysm-Zeiten. Genau, um nicht in die Content-Sperre zu rutschen, da an den, der das erkennt, der sagt, Moment, das ist doch Content, den wir schon mal hatten auf dem anderen Kanal. Also filmst den ganzen Scheiß ab, um den Bot da ein bisschen durcheinander zu bringen. Genau. Und natürlich dann mit dem Vermerk, hey, klick doch mal auf diesen Link und kauf diesen Guide. Wo ich mir denke, warum? Du hast doch das ganze Video, das Konstrukt funktioniert ja wohl vorne. Das erinnert mich hart an, da gab es doch mal diesen einen, es gab doch mal auch so einen YouTuber, der war doch ähnlich. Der war auch ganz, ganz groß, hat aber bei jedem Video Werbung für sein Buch oder so in der Richtung gemacht. Ah, wie hieß der? Ist es gemein, wenn das Einzige, woran ich mich erinnern kann, dass er schwarz war? Nicht böse gemeint, überhaupt nicht. Aber dann hat er irgendwann angefangen, Creepypastas von Pokémon vorzulesen oder sonst irgendwas in der Richtung. Gott, wie hieß denn der? Der hat immer so einen Goblin auf dem Thumbnail gehabt mit übelst rot angeschwollenen, großen, runden Augen. Ich guck das jetzt. Das will ich jetzt. Als ich den schwarzen Hickey, den ich kenne davon, von Format oder der eine große Reichweite hat, war dieser KSI, der da war auf FIFA, da fing mit FIFA an. Ja, nee, nicht so. Aber der war das nicht. Nee, der hat eigenen Content produziert. Wie heißt nochmal dieser eine ins Düstermarsch? Nee, Düsterbruch. Was heißt Düsterbruch auf Englisch? Diamond, genau. Ich weiß, dass er mal einen Diamond Guide gemacht hat. Wie hieß der Typ? Sprich mit deinem Kram weiter. Ich bin hier am Scrollen. Ja, damit, falls hier welche zusammengezuckt sind, von wegen politisch korrekt und jetzt hier mit Hautfarben und so, ne? Also gerade Exitus im hier kann man da gar nichts unterstellen. Ja, mein Idol ist Michael Jordan, ja, und der hat eine dunkle Hautfarbe. Ja, da schließt sich schon aus, dass wir irgendwie
Nein, ja, ich weiß, also das dann nicht zu wörtlich nehmen, ihr wisst, was wir meinen, ne? Wenn man es jemandem beschreiben will, aber ich habe tatsächlich jetzt auch keine... Nein, ich weiß noch nicht, wie man das anständig sagt, keine Ahnung. Genau, es gab sogar einen Song in den 90ern, You Got the Fucking Nerve to Call Me Colored, nach dem Motto, die Weißen sind immer weiß, ne? Und wenn wir auf die Welt kommen, sind wir irgendwie eher so ein bisschen lila-rötlich, wenn uns schlecht wird, werden wir grün oder bleich, also wir wechseln die Farben, die Schwarzen bleiben schwarz. Er hat ein Schwarzer ein Lied gebracht in den 90ern, You got the fucking nerve to call me color. Das muss ich jetzt auch mal googeln. Das war eigentlich so ein bisschen nach dem Motto so, ne, wieso nennt ihr uns eigentlich farbig? Weil ich bin nicht farbig, ich bin schwarz und du bist weiß und du wirst farbig, je nachdem, welchen Aggregatzustand du hast und du wirst blau, wenn du frierst. Ja, richtig. Du bist rot im Sonnenbrand. Du bist farbig, nicht ich. Und dachte ich, ja, sehr gut. Ja, Treffer und versenkt. Aber vorher denke ich, seid ihr beim Aufwachen-Podcast oder irgendwo politisch? Nein, das fiel mir schon gerade nur ein. Mhm. Nö, ansonsten. Ich scroll hier fleißig weiter. Früher oder später habe ich ihn. Aber nein. Ja, wir hatten das zu dem Classic. Ich hatte vor ein paar Tagen Classic Secret Classic Gold Guide gesehen. Und da waren dann Aufnahmen aus Retail Burning Crusade. Und da musste ich auch lachen. Und das sind immer Links zu den ein, zwei üblichen Verdächtigen. Entweder ist es so mein Add-on, auf das verwiesen wird, was ich jetzt nicht nennen möchte. Oder ein sogenannter Gold Guide von einer, die vor 10 Jahren mal aktiv war und ihr PDF für 30 oder 60 Dollar verkauft hat. Ja. Den Scheiß braucht ihr nicht, ja. Das kriegt ihr frei als Information von uns hier alles. Also für den Blödsinn braucht ihr sowieso kein Geld oder Gold auszugeben. Du sprichst hier mit einem, der seine Spreadsheets für den Twitch-Sub rausschmeißt, also. Ja, eben, genau, ne? Achso, Tong Forest hieß er, also Zungenwald. And you got the F. Nerve to call me colored von 1996. Total cooler Song. When you're born, you're pink. When you're grown up, you're white. When you're sick, man, look at yourself, you're green. When you're in the sun, you turn red. When you're cold, you turn blue. Ich habe es noch gut gemerkt, ne? Das ist von 96. When you die, you look purple. And you got the fucking nerve to call me colored. Also total monoton, das ist auch kein Dance-Song. Aber Tongue, also T-O-N-G-U-E Forest, könnt ihr euch mal anhören. Von Lamont Humphrey war, glaube ich, der Musiker damals. Wie kamen wir jetzt auf das? Ah ja, genau. Weil ich über diese bekloppten WoW Gold Guides. Und da haben wir uns im Vorgespräch ein bisschen drüber unterhalten. Wir sind dabei Exis Fake Checks manchmal. Da gibt es immer wieder Material. Und einer unserer besten Freunde, der sich überlegt hat, ich produziere jetzt täglich Content. WoW-mäßig, quer durch die Bank, vieles an Gold- und Farmgeschichten. Da liefert wieder ein Gold pro Stunde die Highlight, Gold pro Stunde nach einem anderen Highlight ab und deswegen atmet Exi bereits so schwer. Ja, ich weiß, wie ich meine. Ja. Heavy breathing. Ich sehe schon wieder Fake-Check-Material, aber nicht wenig. Ja. Freut mich, weil ich wollte tatsächlich sowieso mal wieder allmählich mit einem anfangen. Weil, habe ich ehrlich gesagt, länger nicht gemacht. Bin ein bisschen enttäuscht von mir selber, ehrlich gesagt. Ja, allerdings kann man dazu auch sagen, dass wir über eine lange Zeit jetzt vom Ende Legion-Übergang BFA haben sich sogar die englischsprachigen Kollegen sehr zurückgehalten, was dieses Gold pro Stunde angeht, weil natürlich viele aus den Communities, auch aus deren Communities, das Ganze ein bisschen entzaubert haben. Die gesagt haben, was heißt denn eigentlich Gold pro Stunde? Das ist ja so ein theoretischer Wert. Verzeihung, der hält ja der Realität gar nicht stand. Und ich glaube, die sind auch defensiver geworden, gerade Monto bei Gold. Hier, Rackles hat eine Zeit lang auch mit diesem Mega-Gold pro Stunde jetzt gar nicht. Der hat seinen Content, finde ich, qualitativ da verbessert. Was viele Sachen angeht, geht mehr auf Mechaniken ein und bestimmte Sachen und weg von diesem klassischen Gold pro Stunde. Und das kommt jetzt über Umwege zum Teil zurück. Und ja, wir verstehen den Gedanken dahinter, warum dieser Drang Gold pro Stunde. Ist es im Titel ist es halt nett, weil es irgendwie Klicks generiert. Du hast irgendwie einen Wert, man will immer einen Wert, mit dem man arbeiten kann, weil die Leute wissen wollen, wie gut ist denn dieser Farm? Wie gut ist denn das, wenn ich da jetzt ein, zwei Stunden unterwegs bin? Und dann möchte man denen ja vielleicht eine Orientierung geben. Aber wir haben wahrscheinlich viele Bestandshörerinnen, Bestandshörer, ihr alle wisst, warum dieses Gold pro Stunde nicht sinnvoll ist und einfach nicht passt und dass man die Brutto- und Nettozeiten und die Einstellzeiten und das Portfolio, wie breit ist das, auf welchem Server bin ich, wie viel Konkurrenz ich habe, wie wollt ihr da irgendwie eine Stunde ausrechnen um das Gold, das passt nicht.
Der Kollege fängt jetzt aber wieder fleißig an und sagt, in 30 Minuten kriege ich so und so viel Gold, ich kriege in einer Stunde so und so viel Gold und ich kriege in 10 Minuten so und so viel Gold. Und man denkt nur, Alter, was soll der Scheiß? Bringt wir links. Haben 2020, genau. Das Thema ist doch längst durch. Was soll denn das? Und da hat Exi, glaube ich, hervorragend Munition, um sich da durchzuarbeiten. Und gerade diese, was hat er letztens, 120k Gold in einer Stunde oder 1 Stunde 50 oder so? Und dachte ich auch nur, ja, nö. Das muss ich. Das war doch gerade jetzt vor ein paar Tagen. Also wir sind jetzt hier, wenn ihr das jetzt guckt habt oder hört, habt ihr den 9. Februar. Wir sind jetzt hier eher um den 2. Februar, 32 Gold pro Stunde hat er hier. Was hat er hier noch gehört? Ach genau, 120k in einer Stunde 20 Minuten. Okay. Und ich erkenne schon nur am Icon, dass sie. Nee, ist das Molten Core? Nee, ist das hier. Nee, ich dachte. Das letzte, was ich gesehen hatte, war 138.000 Gold pro Stunde oder sowas in der Richtung und der setzt sich in einem Farm Sunwell. Ich habe schon so viel. Nee, Molten Core. Molten Core war das hier. Ja? Eine 120k, einer Stunde 20 Minuten. Irgendwas war auch mit Sunwell. Und ich habe schon so viele Sunwell-Guides auseinandergenommen. Das ist nicht mehr feierlich. Vom der erste Kommentar: You should start saying, Disenchant Value is server dependent. Ja, also der Wert der Entzauberung dieser Gegenstände, der Verzauberungsmatz, ist total serverabhängig. Hm. Finde ich super. Zitat: Some service markets just suck. And have low mats and tons of craft finish items. Also, es ist total serverabhängig und deswegen sind diese Zahlen, dieses Subjektive und diese 120k, ist drin, wenn Spieß oben sagen, okay, du bist also, wenn du 2,5 Stunden da bist, Exi, dann hast du die Marke drin, nach der Logik. Und das ist natürlich, wie wir wissen, Bullshit. Oh, nehme ich, ne? So ist nicht das. Nehme ich, aber damit hatte ich schon eine fantastische Überleitung jetzt eigentlich zu dem ersten substanziellen Thema, Exi, denn die WoW-Marke. Okay. Ihr habt jetzt gerade in der letzten Woche bemerkt, die WoW-Marke taumelt die Tage zwischendurch echt Richtung 200k, ne? Wirklich im untersten 200k-Bereich. Jetzt, während wir das hier aufnehmen, ist sie bei 208.000 Gold. Sie war aber schon bei 206k. Okay. Also zum Jahresbeginn. Und ich finde die Interpretation ganz interessant. Denn, für mich ist das jetzt so, da geben anscheinend sehr viele Leute gerade echt Geld aus für die Marke. Hm. Denn wenn man Tonnen an Gold ausgibt für die Marke, richtig viele Marken kauft, müsste der Preis ja steigen. Weil super viele Leute, die ihr Gold tauschen wollen, gegen Spielzeit oder gegen Battle.net-Guthaben, das Gegenteil ist aber der Fall. Und jetzt war die Frage, ob viele Leute sich Gold jetzt wirklich kaufen für 8,3 für den Longboy, geben Leute wirklich 100, 200, 300 Gold aus und kaufen sich für 20 Euro Nonstop-Token, dass der Markenpreis immer weiter sinkt, denn Blizzard hat ja ein großes Interesse an der Deflation. Also die möchten, wenn ihr für 20 Euro die Marke kauft, mit jedem weiteren Markenkauf nicht das Gold erhöhen, denn dann würde ja die Inflation einsetzen, ne? Weil immer mehr Gold in Umlauf kommt. Und je teurer die Marke wird, desto schwieriger wird es, Gold aus dem Spiel zu nehmen, denn jemand wird jetzt eher für 200.000 Gold die Marke kaufen, anstatt für 300.000 Gold, jetzt in dem Beispiel. Mhm. Und das ist ein großes Missverständnis. Viele denken, das ist andersrum. Nein, nein, nein. Der Markenpreis fällt, wenn Echtgeld reingepumpt wird. Viele denken, das ist andersrum. Das funktioniert aber so nicht. Das wäre ja eine Inflationskatastrophe. Es ist jetzt eher ein Traum. Also Blizzard holt jetzt richtig viel Gold raus aus dem Spiel, verdient aber 7 Euro durch diejenigen, die jetzt für 20 Euro sich die Marke kaufen. Blizzard verdient immer. Das ist ein total geiles Businessmodell. Hm. Wenn ihr also 208.000 Gold jetzt ausgibt für ein paar Marken und die eintauscht, kriegt jemand auf der anderen Seite das Gold jetzt auf sein Konto, wollte ich gerade sagen, in seinem Postfach, hat vorher aber schon für 20 Euro diese Marke zum Verkauf eingestellt, die ihr jetzt rauskauft. Das ist der Zyklus. Ja. Das ist vielen nicht so bewusst. Und meine These, also das ist jetzt meine, ich kann es nicht beweisen, weil es nicht total transparent ist. Ich habe gerade das Gefühl, es fließt gerade richtig viel echt Geld in die WoW. Richtig viel echt Geld. Und das finde ich total spannend. Entweder ist 8,3 so genial eingeschlagen oder die Leute sagen, oh Gott, ich brauche noch diese 5 Millionen Gold. Ich hau jetzt mal einen Huni raus und kaufe mir eine Million. Für 100 Euro habe ich schon mal eine Million Gold. 20% schon mal geschafft. Anders kann ich mir gerade nicht erklären, warum der Markenpreis dermaßen taumelt. Dann zeitgleich kaufe, also ich habe alleine, ich bin jetzt bei knapp
50 Millionen Gold, die ich getauscht habe jetzt durch Marken. Ich habe schon auf meinem neuen Server, ich habe schon 2 Chars geboostet. Ich habe auf Erreda jetzt nochmal 2 Chars geboostet, damit ich die... Ich bleibe ja auf dem Server langfristig, ich wechsle nicht von Erreda. Mhm. Battle.net-Guthaben habe ich voll. Ich habe 10 WoW-Marken jetzt noch im Inventar. Mehr kann man leider nicht kaufen. Ich habe mir noch 2 Shop-Mounts, die ich nicht hatte, noch gekauft. Also ich bin jetzt langsam... Ich müsste jetzt schon Gold wieder für nicht Hearthstone, sondern Overwatch ausgeben. Und habe gesagt, nein, Goldcap will ich als Reserve haben. Hock jetzt hier immer noch auf irgendwie 14, 15 Millionen rum. Also so viel, ich kann jetzt gar nicht mehr so viel Gold umtauschen, weil mein Battle.net-Guthaben am Anschlag ist. Ich finde das gerade total faszinierend und es kam in unseren Communities die Frage, was meint ihr, wie weit fällt die Marke noch? Da sage ich ja davon ab, wie viel Echtgeld die Leute noch einpumpen. Denn ihr könnt die Marke, ja, immer wenn ihr euch die WoW-Marke für Gold kauft, kriegt vorne einer das Gold in sein Postfach auf irgendeinem Server, weil sie oder er 20 Euro bezahlt hat. Ich finde das gerade total phänomenal, was hier für ein Goldtausch gerade stattfindet, in welcher Frequenz. Und Blizzard verdient an jedem Tokenkauf. Das ist total geil. Total geiles Geschäftsmodell. Definitiv, ja. Aber was mich persönlich ehrlich gesagt bei der ganzen Sache ziemlich ärgert, ist, dass ich ganz genau weiß, dass es jetzt irgendwo in diesem Zuhörerbereich oder generell im WoW-Bereich Leute gibt, die furios auf ihre Tastaturen einhacken und wieder Sätze in die Welt rausschreiben im Sinne von, die wollen doch nur Geld verdienen, die machen das doch nur, damit du mehr Marken kaufst. Und, oh mein Gott, dieser ganze Kram. Das weiß ich nicht, das ärgert mich immer persönlich. Ich kann es aber absolut nachvollziehen, klar. Sie möchten nicht mehr so viel Gold im Spiel haben. Sie haben aber, um den Goldfarmern eben einen kleinen, den Goldfarmern, nicht den Goldsellern, so einen Strich durch die Rechnung zu machen, eben die Marke eingebaut. Aber sie würden sich ja selbst ins Knie schießen. Ich würde das völlig genauso unterschreiben. Je mehr Leute es kaufen, desto weniger Gold wird im Prinzip reingepumpt. Genau, ist ja nur ein Tausch, ist ja eine Verlagerung, ne? Ich kaufe die Marke oder wie jetzt für 208.000 Gold. Jemand anders bekommt das Gold auf irgendeinem Server, hat dafür aber 20 Euro reingepumpt. Mhm. Ne? Dadurch hat Blizzard auf jeden Fall die 7 Euro trotzdem verdient. Die verdienen an jeder Transaktion. Die richtig Gold haben, geben das Gold ab. Es ist ja irgendwo eine Umverteilung. Und das Gold, was wirklich nur tatsächlich aus dem Spiel verschwindet, ist natürlich alles in Reparaturkosten. Es sind die Auktionshausgebühren und es sind die Einstellgebühren, die immer nicht wiederkommen. Ne? Also wann und wo wird Gold aus dem Spiel genommen? Ach so, beim Berufslehrer, falls ihr jetzt bei BFA mal ein paar Twinks nachzieht und möchtet einfach mal die ganzen BFA-Berufe, alle Rezepte lernen beim Lehrer, dann wundert man sich schon, was man da für Gold abdrückt mit jedem weiteren Rezept. Ne? Das ist schon, also für uns sicherlich jetzt, also uns tut es vielleicht nicht so weh, aber ein Casual-Spieler, der auf 70.000, 80.000 Gold hockt und sagt, ich ziehe jetzt mal Schmiedekunst und Ingenieurskunst hoch, der blutet aus den Augen, ne? Wenn er mit jedem lernen und nochmal 50 Gold und nochmal 50 Gold und nochmal 50 Gold. Das tut weh, ne? Das sind 5-stellige Beträge, die da am Ende rausgehen. Das Schlimmste war für mich tatsächlich, ich habe ja lange Zeit Weltquests gemieden. Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Ich habe jetzt die letzten paar Tage ziemlich viel Weltquests nachgeholt, weil ich zwangsweise unbedingt meinen Nacken, also meine Azeritkette auf 75 kriegen wollte. Ah, okay. Ich habe aber in dieser Zeit von, ich sag mal, Mitte Eternal Palace bis jetzt nie sonderlich viel Weltquests gemacht. Demnach waren meine Kriegsressourcen, heißt das Zeug, glaube ich, meistens auf dem Tiefstand. Ja. Ich wollte aber trotzdem Bonus-Rolls für den Raid haben. Ein Bonus-Roll kostet 1.000, der zweite kostet 2.000 Gold. Das waren für mich auch jede Woche 3.000, die rausgehen. Ja, ist auch wieder so ein Weg. Das Gold verschwindet auch einfach in dem Sinne aus dem Spiel. In der Tat, stimmt. Hier Kriegsversorgung, wo die ganzen Sachen, die du für die Warfront abgeben musst, kostet auch jedes Mal 100 Gold. Das zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Reparaturkosten, besonders schlimm. Was gibt's noch? Ja, wie du schon sagst, Berufslehrer kommt auch noch weg. Genau. Haben wir es noch irgendwas essentielles? Ich will gerade einfach irgendwas Essentielles vergessen haben. Mounts, ja. Wo Gold rausgeht. Okay, ja, klar. Die Mounts, die Frösche, die kriegst du. Natürlich. Nein. Das ist jetzt aber nichts Alltägliches. Das ist einmal so brutal, ja, brutal den Reset-Knopf, aber tatsächlich täglich nur durch. Ja, Mats, die man kauft, Reparaturen, AHA-Gebühren. Ansonsten wird ja eher sehr viel Gold generiert. Also ich traue mich das ja immer gar nicht schon zu sagen, dass ich auf Erreda marschiere ich jetzt auf, seit ich spiele jetzt seit Januar 2019. Und ich guck immer so ein bisschen, was habe ich erwirtschaftet, was habe ich wo ausgegeben, wie viel Gold habe ich, was habe ich in Marken getauscht, in Spielzeit. Ich marschiere jetzt langsam, aber stetig, das werde ich diesen Februar noch knacken, nur durch Abverkäufe, 60 Millionen Netto-Profit.
60 Millionen Gold, muss man dazu sagen, ich bin AHA-Camper, ich mache super viel im AHA, ich mache super viel Marktmanipulation, also ich skaliere ganz anders, ne? Diese Zahlen kann man nur dann einordnen, das hat nichts mit Casual zu tun, Leute, ich sitze dann auch mal einen kompletten Abend dran, habe irgendwie 12, 15, 16 Artikel im Blick und stelle immer wieder nach, kümmere mich um Verzauberungen. Ich habe zum Beispiel von, den kann ich jetzt mal kurz nachgucken, Azsharin und Grünarchat-Exi. Habe ich ja. Insgesamt, ich addiere gerade mal fast 25.000 insgesamt, nicht hier, insgesamt 25.000 zum Durchschnittswert von jeweils 500 Gold. Ich rechne jetzt nur mal den Umsatz, 25.000, eigentlich muss man es im Kopf können. Nein. Also, ich habe 12,5 Millionen Gold Umsatz, nicht Netto-Profit, aber Umsatz nur durch diese beiden fucking Gems gemacht. Osminiterz habe ich jetzt verkauft, da habe ich aber auch geflippt, ich habe das günstig eingekauft und verkauft. 150.000 Osminit verkauft. 175.000, ein Schnitt für 37 Gold, Einkauf war knapp über 20, so, ne? Könnt ihr euch also die Marge auch, ne? Sag mal 50% ungefähr nochmal Rendite drauf, das sozusagen, ne? Also Umsatz, das ist dann nicht Netto-Profit, ne? Aber 10 mal 150.000 habe ich nur durch Osmenit-Flip durch 8.3 1,5 Millionen Gold gemacht. So, das ist Wahnsinn. Allerdings, so, ne? So spiele ich ja die WoW, ihr wisst das. Ich mache so gerne WoW als Wirtschaftssimulation, deswegen, dass wir mal eine Relation sehen. Das könnt ihr nicht als Casuals, ihr müsst die Berufsketten drauf haben und sowas. Damit will ich nur sagen, Exi, ich habe vor einem Jahr gesagt, Mensch, hier Deflation in BFA und das ist ja, hier wird Gold aus dem Spiel genommen. So mittlerweile, es sind noch keine Argent Dawn-Zahlen, aber dass ich auf Erda ernsthaft so eine Summe erwirtschafte, habe ich so auch nicht erwartet. Und ich hatte zu Exi gesagt, auch in den letzten Wochen im Goldcards-Vorgespräch, okay, 8-2 war schon pornös, das war schon brutal. Ich muss tatsächlich sagen, ich für mich, für meine Verhältnisse, dass 8-3, gerade auch durch die 400er-Waffen, durch die Taschen, durch die 400er-Companion, bei denen ich dachte, oh, werde ich die noch los? Ich konnte so schnell gar nicht nachstellen. 8-3 ist für mich persönlich, für mich jetzt nur, noch krasser geworden als 8-2. Damit habe ich nicht gerechnet, sage ich ganz ehrlich. Ich wusste, 8-3 kommt, gut. Aber für mich als Händler, als Auktionshaus-Junkie, habe ich total unterschätzt, wie brutal mir die Lager weggefressen werden an Anker. Ich hatte zwei Gegenbank-Temps mit Ankerkraut. Ich habe jetzt noch Rest 9.800. Mhm. Das klingt sehr viel, Leute. Ich habe auf 40.000, 50.000 Ankerkraut gehockt. Ich habe jetzt nur noch 20% von dem und wir sind gerade mal, wie lange in dem Patch? Anderthalb Wochen. Ja. Ich habe es total unterschätzt, sage ich ganz ehrlich. Ich habe nicht damit gerechnet, dass 8-3 nochmal so brutal einschlägt. Jetzt habe ich aber Sorge, Exi, was passiert über das Frühjahr und den Sommer? Es kommt das Sommerloch. Das war auch so eine Frage zu dem Goldcast-Kontext. Interessiert mich auch deine Einschätzung. Du bist aktiver Raider, würde mich mal interessieren. Mhm. Ja. Es kommen noch die nächsten Wellen. Mich interessiert mal so dein Gefühl. Wie lange glaubst du, seid ihr noch richtig dabei mit dem Hype? Geht das über den Februar? Geht das bis in den März? Wann würdest du sagen, durchatmen? Ich glaube, jetzt ist 8-3 für dich, auch als aktiver Raider. Wann siehst du so ein Ende, wo du sagst, so, dass irgendwann flaut die ganze Geschichte ab, mal so als Insider? Schwer zu sagen, sage ich ganz ehrlich. Wenn ich hier da müsste ich tatsächlich raten. Also wenn der Zeitpunkt abgekommen ist, es wäre, glaube ich, tatsächlich Ende März, Mitte April, so um den Dreh, wenn ich raten müsste. Weil meine Vorräte bezüglich von 8.3 sind alle komplett weg. Also ich habe meine kompletten Geldbankfächer jetzt wegverkauft. Meine ganzen Flas, die ich bei Bunkert hatte, die ganzen Kräutervorräte, die ganzen Pots und was weiß ich, alles weg. Ich bin froh. Mhm. Ich habe jetzt von den, da werde ich gleich wieder sentimental, von den 5 Millionen, die ich weggegeben habe, habe ich jetzt beinahe 2 wieder drin. Also ich bin zufrieden. Na? Aber für mich war 8-3 jetzt nicht so, also ich persönlich fand, na gut, das ist natürlich auch immer wieder so eine Sache. Nee, ich weiß auch warum. Ich kann ja auch sofort sagen, warum. Ach ja. Was für dich anders war. Mhm. Erzähl. Weil 8.2 dank Nassiatar das Osmeniterz und die Zunantide reingebracht hat, die du fleißig mit der Multibox-Team gefarmt hast. Und ich erinnere mich an Exitus Discord und seine Sales-Screenshots, die manche sehr arg frustriert haben. Da kam nur, what the fuck, was hast du da gefarmt? Und Exitus hat nur
jauchzend, glücklich, hüpfend seine sechsstelligen Sales da reingeballert. Oh, für yeah. dich als Farmer, für dich als Farmer war 8.2 ein ganz anderes Eldorado. Für mich als Auktionshaus-Junkie, als Einkäufer, der jetzt Tonnen eingekauft hat, war 8.3 günstiger. Du hast in 8.2 eine brutale Performance gehabt durch das Farm, ich glaube, du hast zwischendurch deine Osmenit und sowas für 60 bis 90 Gold und sowas, ne, hast du Screenshots gezeigt. Absurde Zahlen. Ah, ich weiß du hast noch. Für ja. höchste fünfstellige Beträge kassiert und dachte, jetzt fange ich auch gleich an, hier zu multiboxen, wenn ich das sehe, was er mit 5 schon macht. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen, ne? 200er Stack Zinantit, 48.000 Gold. Das ist nach heutiger Rechnung mal eben so eine Fünftelmarke, ne? Ja, also das war mehr, schön. Mehr das, noch, das mehr als eine, fast eine Viertelmarke quasi. Ja, 7 Millionen Reingewinn, ne? Also ja, um die okay. Sie, da siehst du schon, 7 versus 2. Ja, aber 8.3, na, wie gesagt, 8.3 ist sehr viel auf Crafting ausgelegt. Und Crafting ist einfach nicht meins. Ich bin Farmer, ist halt einfach so. Deswegen musste ich bei dem Patch ein bisschen zurückstecken. Aber ich habe ja vorgearbeitet. Ne? Ich habe ja ein bisschen die Raider versorgt, die bei uns auf dem Server zugange sind. Und das hat gut funktioniert. Ich habe da tatsächlich dann auch ein bisschen herumexperimentiert und ein paar Sachen eingekauft, die ich auch Gott sei Dank wieder groß geworden bin. Also Schwein gehabt, so nach dem Motto. Aber nee, ich bin ganz zufrieden. Wie gesagt, ich habe jetzt seit, wir sind jetzt am 2., ich habe jetzt die letzten 2 Wochen an die 400.000 gemacht, ganz alleine. Und da waren meine ganzen Einkäufe schon weg. Ne? Ja. Wenn man Mark als Referenzwert nimmt, sind das 2 Marken. Mhm. Und der Fachmann sagt, du hast deine Assets liquidiert, du hast sozusagen deine Mats in den Banken ins Aktionshaus geballert, hat dir 2 Millionen gebracht. Das Gold hast du, Gold ist Gold. Hast du denn Marken gekauft, Exi, jetzt bei diesem, die Marke, die dermaßen fällt, hast du ein bisschen was umgetauscht oder hast du eh die Spielzeit, dass du denkst, nö, ich, diese 5 Millionen, die du jetzt seelisch ja erstmal wieder verkraften musstest, du willst wieder deinen Goldstand psychologisch auf die 20 Millionen heben. Hast du, ja, witzig. Ja, okay. Ja. Also mein Plan, ich weiß noch nicht, ob ich es durchziehe, weil das wird mir noch mehr wehtun. Aber ich stehe halt vor dem Problem, ich muss noch für 5 weitere Accounts Shadowlands holen. Und ich sag's mal ganz ehrlich, wenn ich das von meinem normalen Geld mache, dann bringt mich meine Frau, glaube ich, um. Also ich fürchte, ich werde demnächst mal Gold investieren müssen, um meine anderen Accounts noch mit Shadowlands zu versorgen. Natürlich dann die Standard-Edition, das muss reichen nicht. Also ich bin ja da bin ich geizig. Es reicht ja gerade mit mehreren Accounts eine große, die schaltet dann alles frei und danach nimmst du die Standard, hatte ich auch. Ich hatte mal eine große und 7-mal die für 39,99, ne? Sind sozusagen 3 Marken jeweils plus 99 Cent, ne? 3-mal 13 Euro, 39 plus 99 Cent, auch ganz geil, ne? Du brauchst eigentlich noch eine vierte. Das ist eine tolle Summe, Blizzard, vielen Dank. Ja, dafür reichen nicht 3 Marken, weil die blöden 99 Cent fehlen. Und ja, vielen Dank, Erreda. Ich nenne Erreda jetzt Goldreda. Vielen Dank für das Finanzieren von Achmar Shadowlands. Fantastisch. Alle Accounts haben jetzt Spielzeit bis Januar 2021. weil er da, auch das ist nochmal wichtig, ein aktiver Raid-Server ist. Ja. Wenn ihr euch über die Zahlen wundert, was das angeht, gehört er da zu den Lupenreihen Top 10 der deutschen Server. Ich glaube sogar Top 5 oder Top 6. Das gibt einfach die Performance. Falls ihr sagt, hey, wo kann Andreas denn bitte 60 Millionen Gold gemacht haben? Ist das irgendwie plausibel? Da, das können viele bestätigen, die mir nachgezogen sind. Ich sagte zu Ex im Vorgespräch, jemand ist mit seiner Gildenbank komplett auf Erreda getranzt und sagte nur, ey, what the fuck, ne? Vielen Dank für den Windschatten deiner ganzen Resets und der Preisanhebung. Und auf Erreda, da habe ich nicht mal was zu tun gehabt damit, Exi. Heute war das Seetuch, vergoldetes Seetuch. Vergoldetes Seetuch, ja, der Stoff aus Nastata. Genau, hat jemand resettet heute auf 59 Gold? Wie bitte? Dann gischvernebeltes Leinen hat jemand resettet auf 24 Gold? Oh. Dachte ich, was ist denn hier? Das hält sich nicht lange, ne? Nee. Aber ich habe es diesmal nicht gemacht und was bei uns richtig gut läuft, das kann ich auf Amantur nicht einschätzen. Sedimentleder hält sich penetrant im Bereich zwischen 50 und 70 Gold pro Leder, ja? Und wenn ihr Sedimentleder Rang 3 habt, ganz wichtig, ihr müsst einmal diese blöde Hürde zu Rang 2 überspringen in das hier Teil. Ihr müsst einmal diesen Rare Elite müsst ihr fahren, indem ihr in diesen Teich diese ganzen Blutviecher da reinwirft, dann die Aale killt oder sowas und dann kommt, ich habe den Namen jetzt vergessen, von diesem Named Elite Mob.
Den müsst ihr besiegen. Dann bekommt ihr Rang 2 Sedimentleder und Rang 3 kriegt ihr irgendwann beim Kirschmann. Mhm. Und Rang 3 Sedimentleder heißt, ihr holt dann mal 3 bis 4 oder sogar 5. Was ist das Maximum? Ich bin mir nicht ganz sicher. Keine Ahnung. Bis zu 5 Leder raus. Ja, Leute, wenn ihr für einmal bücken, ich sag mal, je nach Server 100 bis 200 Gold. Mega. Und ich habe auf Ehre da Leute gehabt, die den Farmspot, den ich vorgestellt hatte, die da Tage verbracht haben, einfach weil nur Sedimentleder farmen, haben die Leute geschrieben, Andreas, finanziert mir die Marke. Ich farm nur Sedimentleder, das finanziert mir jetzt die Marke. Und zwar dieses Wochenende. Dann bin ich damit durch und dann kann ich nochmal weiter Corrupted Gear farmen, kann trinken, kann Content spielen, weil Sedimentleder auf Goldredar, ISR-Redar so dermaßen gut läuft. Wenn du Pech hast, ist es auf Amantul nur 32 Gold wert oder 29, das kann ich nicht einschätzen. 26. Das hat sich ganz den Durchsatz. Ich habe gerade nebenbei Undermine Journal auf 26. Dabei fällt mir aber spezifisch was auf, was ich seltsam finde. Wie gesagt, Undermine Journal habe ich gerade hier nebenbei noch offen. Ja. Wir hatten, das ist ein wunderschönes Bild, 23. Januar. Okay, pass auf. 23. Januar, aktuelle Menge 2794 im Auktionshaus zu einem Preis von 36,51. Einen Tag später, 149 Gold, 82, ging dann langsam im Verlauf der nächsten 4 Tage runter auf 57 Gold. Okay, und jetzt sind wir wieder ziemlich weit unten auf 26. Aber wir hatten am 27. Januar einen Bestand von 50.721 Leder im Auktionshaus und am nächsten Tag 5.000. Also ein Zehntel davon. Und ist auch nicht wieder angestiegen. Wo ist das Leder? Ja, entweder hat jemand einen Servertransfer gemacht und den ganzen Kram ins Auktionshaus gedrückt oder es wurde irgendwie verarbeitet. Und dann müsste man jetzt mal schauen, korrespondierend, ob da jemand sehr viel in 400er Items investiert hat. Also müsstest du gucken, ob dieses Uncanny Gear, dieses, nee, ungeheuer, wie heißt das auf Deutsch? Das Unheimliche, nee, Ungeheuerlichen, wie heißt das auf Deutsch? Unbeugsam? Ich komme jetzt nicht auf den. Kein Plan. Aber ich weiß, was du meinst. Das gibt's auch nicht. Das Uncanny, das muss ich mal gucken. Habe ich hier irgendeinen Char online? Warte mal, kann ich dir gleich sagen? Ich nenne es auch immer Uncanny, weil ich das, wie gesagt, durch Twitter so mitbekomme. Unheimlich. Genau. Okay. Ob bei euch unheimliches, das unheimliche Lederset, die 400er Items, ob die, müsste man es parallel gucken, korrespondiert am nächsten Tag auf einmal mehrere 100% erhöhtes Angebot habe, rein in der Menge. Weil das jemand irgendwie verarbeitet hat. Denn was macht man jetzt noch groß mit Sedimentleder? Sedimentlederblase gibt es noch, ja, okay. Reittiergeschichten, ja, aber Sedimentleder in den Produktionsketten habe ich jetzt auch nicht ganz genau drauf, aber 50.000 ist schon für Amantul eine Hausmenge, also eine ganz schöne Hausnummer. Mhm. Ganz schöne Menge. Das hat ja fast was von meinem geschwindebeltes Leiden aufkaufen von vor ein paar Wochen, wo ich mir am Nachmittag dachte, ich mache mal eben fix ein paar Armschienen und dann war ich bis durchgängig abends im Stream noch damit beschäftigt, Armschienen zu craften und zu testen. Wie viel Expulsum hast du denn hergestellt? Oder wie viel wolltest du herstellen und warum? Ich hatte kein Ziel, wie viel ich herstellen wollte. Ich wollte einfach welches auf Tasche haben. Okay. Es waren 600, tret mich tot. So um den Dreh. 600, 658. Ja, für 600 Expulsum, da, ja, also so in meiner Session, ich stelle oft so 100 her. Mhm. Da bin ich dann mal schon, dann höre ich nebenbei auch so einen Podcast oder ich gucke, auch teilweise kostenpflichtige Sachen. Ich weiß nicht, manche von euch kennen vielleicht Fernsehkritik-TV oder Massengeschmack-TV mit dem, ich glaube, Holger Kreimeier heißt das in Hamburg, auch hier aus dem Alsterstudio. Genau, die haben kostenpflichtiges Angebot für 7 € im Monat. Das ist nicht frei verfügbar, weil sie da auch Interviews haben, bestimmte Fernsehformate. Also ich gucke kein allgemeines TV mehr. Meine Frau schon, ich nicht. Ich ertrage normales TV nicht mehr, bis auf noch manche Sachen aus den Öffentlich-Rechtlichen. Dazu hast du die Mediathek. Und ansonsten buche ich mich da mal im Monat ein und für 7 € könnt ihr auf das Archiv zugreifen. So, und das gucke ich dann mal nebenbei eine Reportage da oder irgend so eine Geschichte und dann stelle ich Expulse umher. Hm, ja, ich bin auch und 100 dauert schon eine Weile, ja. Aber 600 Exi, Respekt. Es war Stoff war halt ziemlich günstig, aber ich habe es halt völlig unterschätzt. Ich habe gedacht, ja komm, machst du eben 2-3 Stunden und dann wird das schon.
Ja, na gut, also ich war nicht durchgängig beschäftigt. Wie gesagt, ich habe noch Frau, ich habe noch Kind. Kind, Papa, kannst du mal hier helfen? Papa, spiel mit mir. Papa dies, Papa das, Papa jenes. Genau, da hat Papa so lebenswichtige Sachen zu tun, die mit WoW zusammenhängen. Und dann kommt da irgend so ein Produkt der körperlichen Vereinigung und stellt noch Ansprüche, die den Gold-pro-Stunde-Schnitt erheblich senken. Die Opportunitätskosten eines Kindes sind unfassbar hoch. Überlegt euch das gut. Twinken nur in der WoW, ja, da klatscht. Aber nicht schon klar. Nein, aber da muss die Leute aus dem, ne? Da musst du die Leute bei mir aus dem Raid fragen, wie oft ich sie sitzen lasse, weil die Tochter ruft. Also. Nee, die hat Vorrang. Ist halt so. Da ja. Lasse ich dann alles liegen. Ja. Finde ich auch gut so. Also kann ich bestätigen, ich kenne Exi ja nun auch und für die Kleine würde ich auch alles stehen und liegen lassen. Also das ist schon ganz, das ist sozusagen der wahre Endboss und nicht das, was hier virtuell abgeht. Ne? Aber ihr wisst ja gar nicht. Ihr wisst ja gar nicht, wie oft ich den Goldcast schon geschnitten habe, weil ich zu meiner Tochter musste. Das kriegt ihr gar nicht mit, weil ich so gut im Schneiden bin. Das stimmt. Das stimmt. Das sollte man honorieren mit einer auch Patreon-Möglichkeit. Oh. Falls man das wirklich, diese hervorragenden Schnitte. Ich verstecke mich hinter meinem Popfilter. Jetzt möchte ich aber noch wissen, Exi, was du mit den 600 Expulsungen gemacht hast. Die liegen auf der Bank. Wieso fragst du? Du hast 600 Exposum hergestellt, nur für den Fall der Fälle. Ja. Mit was für Berufe hattest du? Schneider dann wahrscheinlich und was noch? Das Exposum liegt auf meinem Alchi. Ah, okay. Ja, gut. Ich weiß, das ist furchtbar dumm, aber ich habe welches. Nein, ich weiß, dass ich für den Alchemistenstein welche brauche. Mhm. Versteht mich bitte nicht falsch. Ne? Ich farme lieben gern Gold. Ich beschäftige mich auch mit dieser ganzen Thematik lieben gerne, hab meinen YouTube-Kanal, hab den Stream und hab diesen wundervollen Podcast hier. Allem voran bin ich aber immer noch Main Tank in meinem eigenen Raid. Ja. Ne? Und da kümmere ich mich drum. Das ist mein Baby. So. Und der Alchemistenstein braucht der Expulsum zum Herstellen. Gut, irgendwann war ich halt über das, was ich dafür gebraucht habe, hinweg und da dachte ich mir, ah komm, scheiß drauf. Und ich wollte mir zwangsweise diesen Alchemistenstein herstellen. So. Konnte ich ja nicht riechen, dass ich quasi gleich am ersten Raid-Abend meine beiden besten Slot-Trinkets bekomme, die nicht mein Alchemistenstein sind. Also. Aber ich habe immerhin die ganzen VZ-Materialien aus den Armschienen schon wieder verkauft bekommen, dass ich meine Ausgaben auf jeden Fall wieder drin habe. Also. Auf anderen Charts hätte ich das Exposum sicherlich besser sagen können, aber ich habe es halt trotzdem, wie ich es auch schon erwähnt habe. Ich bin Farmer, ich lege keinen Wert darauf. Rüstung zu craften. Nee, ja, also wie gesagt, ich habe jetzt auf dem Monk dann quasi über 600 Explosionen rumflacken, kann mir meinen Stein dann irgendwann mal herstellen, wenn ich ihn brauche. Oder ich überlege mir irgendwas anderes. Ich habe aber generell dieses Addon noch nicht viel mit Explosionen gearbeitet. Ich bin, wie gesagt, nicht der Crafter. Und es war oftmals so ein Nebenprodukt, so in der Richtung. Für Dingsens war es ganz gut. War es blutiges Festmahl oder sowas in der Richtung? Oder Kapitän? Für die Festmähler, ja, okay. Ja, irgendwas war da. Ich glaube, blutiges Festmahl brauchtest du Exposum. Dafür war es super. Fun Fact, es regnet hier gerade in Strömen, also solltet ihr euch über die Störgeräusche im Hintergrund wundern. Ich wohne in einer Schrägdachwohnung. Aber ich höre es hier so nicht, also nee, alles okay. Ja, dann ist ja gut, weil ich höre es trotzdem trotz Kopfhörer nebenbei noch. Naja, wie gesagt, Expulsum. Ich sag's ganz ehrlich, ich bin kein Freund von diesen seriengebundenen Handwerksmaterialien. Keine Ahnung, mochte ich nie. Wie sieht's denn eigentlich aus? Ankerkraut-Nachfrage, hast du da große Sprünge bemerkt? Ja, Preis ist ziemlich weit unten. Und ich werde meinen Bestand auch nicht los. Komischerweise. Mhm. Ich habe ja im letzten Goldcast auch schon erzählt, dass ich mit sehr vielen Chars gerade Eichi geskillt habe, um halt jeden Tag zu transmuten. Aber ich werde das auch nicht los. Der Bestand steigt momentan immer mehr. Ich setze es immer wieder mit rein. Aber verkauft sich gerade nicht. Produziere ich halt weiter. Mal gucken. Ich habe witzigerweise hier nebenbei noch das Wow Economy von Reddit offen. Und da steht auch drin: Oh my god, Anchor Wheat Price now below 60 gold. I still have 15 stacks. It's time to paddock sell. Keine Ahnung. Ach, wie süß. 15 stacks, 3000. Ja. Hängt natürlich vom Sam, wenn du auf dem Lowpop-Server bist, dann können 3000 schon. Vielleicht eine kleine Hürde sein, was den Absatz angeht, aber. Aber also wir haben ja noch ein paar, mindestens zwei Flügel öffnen sich doch noch, ne? Also wir sind ja noch
tut, ne, oder habe ich mich jetzt vertan? Ja. Das geht doch jetzt noch weiter, oder nicht? Nein. Also, genau, okay. Wir sind noch nicht durch. Viele denken, wir sind durch, sind wir noch gar nicht. Alles klar. Doch. Denn Normal, Heroic und Mythic kannst du schon durchlaufen. Mhm. Schlachtzugsbrowser öffnet sich alle 2 Wochen. Jeweils 3 Bosse. Genau, da. Ja, aber Schlachtzugsbrowser, hier, Touristenmodus und so, ne? Mhm. Sagen wir nichts zu, rum abgesehen. Ich habe den noch nicht einmal von drin gesehen. Und bei manchen Bossmechaniken, sage ich ganz ehrlich, will ich den auch nicht von drin sehen. Weil du hast halt grundsätzlich die Situation, du wirst mit 25 zufälligen oder mit 24 zufälligen Leuten zusammen in den Schlachtzug geschmissen. Und alle denken sich, okay, Chumps, let's do this. Ja. Und Bossmechanik, was ist das? Ich meine, die meisten werden weggelassen und von Blizzard von vornherein rausgepatcht, damit es für Random-Gruppen überhaupt möglich ist. Aber manche Mechaniken musst du einfach spielen und das ist keine Ahnung. Mm. Fehlen mir die Worte. Gerade bei Ashara zum Beispiel, bei dem Ashara-Kampf jetzt, da musst du Fußball spielen. Es spawnen 2 Portale, 3 Spieler kriegen einen Buff, die haben dann so einen Cthulhu-Glibber über dem Kopf und die können eine arkane Kugel von einem Tor ins nächste Tor bringen. Wir nennen es immer ganz höflich das Fußballspiel bei Ashara. Und jetzt überleg mal, 3 zufällige Leute, die nicht über Teamspeak oder so miteinander kommunizieren, müssen jetzt nur durch Anstoßen, weil die Kugel fliegt von alleine und du musst sie in die richtige Richtung stoßen, versuchen, eine Kugel von Punkt A zu Punkt B zu kriegen. Und das im Schlachtzugsbrowser mit 24 zufälligen Leuten. Das tue ich mir nicht an, tut mir leid. Wahrscheinlich werden sie die Mechanik genau weglassen. Na, ich gucke jetzt gerade mal nach, falls die Leute sagen, wo spielt jetzt Andreas eigentlich hin? Ich gucke gerade mal auf den 2. Monitor. Offensichtlich. Nialota, Heroic, 12 von 12. Wird schon verkauft, 460 bis 470er Items. Ahead of the Curve Erfolg. Die liegen im Moment zwischen 600 und 800k. Fallend. Yep. Also die fallen täglich ungefähr 10%, kann man sagen, im Preis. Ich überlege, also wie gesagt, für den kompletten Raid auf HC? 12, ja. 12 von 12, 800.000. Ich habe schon für 600.000 gesehen, was das Niedrigste, was ich heute gefunden habe. Wo kann ich mich melden? Nein, ich mache nur Spaß, alles gut. Mache ich lieber selber. Nee, wir waren ja bei der Thematik, was mache ich mit meinem Gold? Dass ich schon dachte, ja, vielleicht baller ich jetzt einfach mal, sind ja umgerechnet. Wenn man möchte, 3 bis 4 WoW-Marken. Ne, wenn man ungefähr so ein Preisäquivalent dazu haben will, dass ich schon dachte, warum gehe ich nicht mit einem meiner Gammel-Chars? Ja, lass mich einfach nur mal unter dem Raid zu sehen und sagen, hi Fans, 12 von 12 Heroic, hab mich halt ziehen lassen, wen interessiert's? Ja. Weil ich, der Hintergrund ist gar nicht, weil ich dann sagen will, guck mal, ich hab den Erfolg. Weil Kenner kennt sofort, ja, hast du dir erkauft, darum geht's gar nicht, sondern Ich sehe ja so nie groß was von der Welt. Ich bin am Twinken, ich stehe fast nur im Aha. Ich sagte zu Exitus auch im Vorgespräch, du siehst also, für Patreon und Twitch-Subs ist vielleicht so das informelle Gespräch, worüber wir uns unterhalten. Ja, ist vielleicht gar nicht so uninteressant manchmal. Ich sagte nämlich zu Exi im Vorwege, dass ich im Moment auf Ehre da ja viele Abverkäufe mache, solange die jetzt noch funktionieren. Man merkt so ganz langsam, die total brutale Nachfrage ist durch. Die Zeiten, in denen ich 400er Waffen für 9 bis 11k im 5-Minuten-Takt verkaufen konnte, ist auch erstmal durch. Mhm. Und ich habe jetzt angefangen, auf meinem neuen Server, ich werde auf die Aldor spielen, da queste ich gerade Legion durch, sagte ich zu Exi. Ganz spannend, mit einem Char. Ich spiele alle Legionsquests, die ich auf Argent Dawn, alias Argent Token, auch nie bewusst gespielt habe, total entspannt, entschleunigt hier meine Session, 7, 8, 9 Quests ausloggen, das nächste Mal wieder 10, 11, 12 Quests, baue mir, hab da meinen Missionstisch und wirklich ganz entspannt, kein anderer Quest da, Exi, alle Mobs sind da, mit dem 120er rasierst du einfach alles, ne, auch die ganzen Elite und Rares, du ballerst alle um, ich arbeite nur die Quest ab, guck mir die Story an, ich habe auch die WoW-Musik laufen, es ist total entspannt und ich möchte tatsächlich den Pfadfinder der Legion jetzt bis Shadowlands nachholen. Ich mache mir gar keinen Druck. Hm. Und um einfach mal so ein bisschen zu sagen, wann habe ich zuletzt mal bewusst WoW richtig so gespielt? Und in Sword so ein Gott da mal irgendwie wegzuballern, warum nicht? Oh ja, gut. Und ich meine, ich habe das Gold. Manchmal denke ich, gebe ich jetzt für so einen Scheiß jetzt, weil was mache ich damit? Dann habe ich den Erfolg, dann habe ich den Boss gesehen, denke mir ja schon, danke fürs Boosten.
Und dann nützt mir das auch nichts. Dann hat vielleicht einer meiner Chars 460 Items Exi. Also das ist bei mir eigentlich verschenkt. So, ne? Aber ich habe kurz, immer wenn ich die Angebote sehe und denke, sag mal, die Preise, die fallen mir ja im Stundentakt, die unterbieten sich die Boosting-Communities. Warum nicht? Und dann lässt du dich mal durchziehen und versuchst nicht unklug im Weg rumzustehen, versuchst die Gruppe nicht zu wipen, die brauchen dich eh nicht, die ballern eh durch, die haben ihre Routine und du rennst nur mit. Also ob ich das Schaden mache oder ob ich mich AFK daneben setze, ist auch egal, die brauchen mich nicht dafür. Ja. Und nehmen wahrscheinlich noch 2, 3 andere mit. Und ich beobachte so die Preise und als sie jetzt unter 1 Million fielen, dachte ich, aha, und heute für 600.000 war halt das günstigste. Und die Gullywix und sowas, die sind glaube ich auch schon bei 800k oder sowas. Für Heroic 12 von 12. Puh, was die für Gold damit verdienen, Exi. Was die für Gold damit machen. Ja, ja. Das ist nicht wenig. Aber hey. Deswegen konnte der Messer dir auch Multimillionen an Goldschulden zurückzahlen, weil die einfach durch das Boosting sowieso alles wieder reinholen. Klar. Du hast aber halt tatsächlich ein bisschen mehr davon. Also ich gerade, mir kommt es halt immer auf diesen Ahead the Curve Erfolg an, weil du kriegst halt dafür, du hast den Erfolg, natürlich, den kannst du später nicht mehr erarbeiten. Es gibt einen Titel bekommst du, glaube ich, auch dafür. Und halt ein Mount, das es später nicht mehr so einfach gibt. Okay, definitiv das ist auch. Okay, das ist das Incentive sozusagen. Ja, eben. Also ich habe ja damals Ahead of the Curve mit Argus gemacht und habe das dann auch im Stream ein paar Dutzende Mal verschenkt, so in der Richtung. Witzigerweise auch an einen ziemlich großen YouTuber, der dann darum gebeten hat, dass ich ihn nicht nehme. Ja, aber er hat mit WoW sonst nichts zu tun, aber er spielt es halt in seiner Freizeit immer mal ganz gerne. Aber nee, das ist immer so dieses vorm nächsten Content-Patch den Boss legen. Jo, gerne. Ne, mach ich. Mal gucken, wie es dann diesen Raid läuft. Also HC kriegen wir definitiv durch. Ich sag, wir sind nicht umsonst die zweitbeste Gilde bei uns auf dem Server. Horden-Gilde, okay. Entschuldigung. Okay. Ja, ja, definitiv zweitbeste. Aber. Wie weit seid ihr? Wie viel habt ihr jetzt schon? Also. gemütliche 11 von 12 auf Normal und 2 von 12 auf HC. Ja, okay, gut, dann seid ihr auf dem Weg. Also es ist ja. Ja, ja. Ihr seid, das wird. Das wird. War furchtbar lustig, definitiv. Aber wir haben uns auch ein feines Video dazu gemacht. Ne? Wie gesagt, du bist ja auch aktiver Raider. So, ne? Manchmal denke ich auch, manchmal, ach, wäre so schade, so in so einer Raid-Gruppe hätte ich auch schon mal Bock zwischendurch. Aber ich spiele halt die WoW seit über einem Jahrzehnt jetzt wirklich unter dem Aspekt. Also ich mag die Welt, das macht mir Spaß, ich trinke auch liebend gern, aber ich war nie so. Dieser Raider-Progress und die Bosse und ich habe auch tatsächlich nicht die Geduld. Ne? Also wenn man dann 7, 8 Mal vibet oder so, sage ich ganz ehrlich, ich bin kein Typ für sowas, ich habe da keinen Bock zu. Am besten noch, wenn ich das Gefühl habe, ich habe meine Performance, ich habe meine Router, ich bin im Damage-Meter weit vorne. Das sagt noch nichts, sondern für die Klassen, denen Spec ist immer die Referenz. Also bin ich jetzt nur meiner Gilde fähig, wenn die anderen alle blind sind oder bin ich wirklich gut auf dem Item-Level, was ich habe. Und wenn ich dann das Gefühl habe, oh, ey, es ist der Heiler und die ist wieder und kriegt das irgendwie ja und Gruppen hier gespammt und ach, du bist out of mana und der Tank macht irgendwie widersprüchliche Ansagen. Das mache ich 3, 4 Mal mit, dann würde ich sagen, ich habe Magen-Darm, ich bin raus. Ich bin kein Typ dafür, deswegen tue ich das auch keiner Raid-Gruppe an, aber. Dass ich sage, aber ich glaube, das ist riesig, wenn es funktioniert, man hat Bock dazu, macht es, ist das, was die WoW ausmacht. Ja, Punkt. Das ist die WoW, genau das. Es ist ja auch quasi immer der Schlussstrich zur Story. Ist halt einfach so. Das war ja immer ein großes Thema, dass manche Spieler sich wünschen, dass man eventuell auch Questgebiete oder Questreihen nicht unbedingt in Dungeons enden lassen sollte. Ich meine, wozu? Es ist ein wunderbares Ende. Na gut, das Ende jetzt ist, naja, lassen wir es mal bleiben. Aber die Storyline hört eigentlich für gewöhnlich grundsätzlich in einem Schlachtzug auf. Das ist zwar immer so und das wird auch immer so bleiben. Und das macht ja auch Sinn. Gut. Es gibt immer den Antagonisten, ja, den man irgendwie hat mit jeder Erweiterung, den Bösewicht, die Bösewichte. Das macht doch Sinn. Also, was soll da fehlt's, ne? Aber ich sag's ganz ehrlich, wenn ich in deiner Situation wäre. Ich würde mir die Kills kaufen, sag ich ganz ehrlich. Ehrlich? Ja, würde ich machen. Sag ich dir ganz ehrlich, weil ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich bleib bei der ganzen Geschichte. Ich bin ein großer WoW-Fan. Ich liebe die Geschichte oder die Geschichten, wie sich das Ganze aufbaut. Ich meine, guck mal, die Erweiterung fing im Prinzip mit dem Klassenkampf von Allianz gegen Horde an. So, jetzt dreht sich das Ganze wieder um 180 Grad und so, guck mal, das ist ein alter Gott. Sowieso, meine absolute Lieblingsthematik in komplett WoW ist sowieso hier alte Götter, Titanen und etc. Ich sag mal, ich sag immer, geht mal auf YouTube und sucht mal nach den englischen Sprachfiles von Ilginov. Das ist ein Boss, den gab es damals im Smaragdgrünen Albtraum in Legion schon und den gibt es jetzt auch wieder. Und wer dabei keine Gänsehaut kriegt oder neugierig wird, weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Finde ich furchtbar faszinierend.
Und wenn ich in dieser Situation wäre, ich würde es halt eiskalt machen, sage ich ganz ehrlich. Wenn ich ein bisschen an der Story interessiert wäre und wie es weitergeht. Und ich sage ganz ehrlich, 600k. Ich meine, das ist... Ja. Du bist hier High-End-Auktionsauthocker. Ist halt einfach so. Ne? Ich bin... Ich weiß gar nicht, was ich bin. Ich sag mal, ich bin jetzt kein professioneller Goldmaker oder so in der Richtung. Ich bin aber auch kein Casual. Ich bin so gesundes Mittelfeld, sagen wir es mal so. Na, du spielst es nicht unter diese WoW als Wirtschaftssimulation, wie ich mit diesen Marktmechanismen und Analysen und ich gucke, was macht die Konkurrenz, wie hebe ich die Märkte aus den Angeln, sondern du machst es zielgerichtet, du machst irgendwie deine Farms, du hast ja diese wunderbare Liste einfach für diese, ich baller die alten Raids durch, was kriege ich für Rohgold, was kann ich noch liquidieren im Auktionshaus, ne, einfach so dieses, was ist so messbar, was habe ich am Ende in der Hand und ich tobe halt durch das Auktionshaus, aber das ist im Zweifel eher langweiliger, das ist dieses Komische daran, denn witzigerweise hat mich deine Liste, deine Bestandsaufnahme dieser alten Raids, schaffe ich den Caravan Brutosaurus bis Shadowlands. Und dass ich jetzt auf die Aldor anfangen möchte mit diesem Transmog-Projekt, hatte A, so eine Facette, ich möchte mal raus aus diesem nur Auktionshaus-Gegammel. Das kann ich mal einbauen, aber ich habe mir überlegt, was habe ich denn die letzten Monate gemacht? Wann habe ich noch getwinkt? Seitdem meine Multibox-Chars auf Level 120 waren, hatte ich ein Video gemacht, wie viel Gold kam denn raus durch Quests und Verkäufe, 36k oder so netto pro Char, irgend so ein Blödsinn. Und dann dachte ich, sag mal, wann spielst du eigentlich mal die WoW? Und das muss jetzt auch nicht ein Raid sein, sondern einfach so diese Welt, weil die ist so groß, die ganzen Erweiterungen, es macht so viel Spaß, diese unterschiedlichen Gebiete, die unterschiedlichen Designer, die Musiken, das Bestiarium, manche Storylines machen, sie sind super komplex, die machen richtig Laune, ne, was sie sich überlegt haben. Die haben zum Teil eine tolle Ironie, die haben zum Teil richtig eine Tiefe auch und eine Schwere. Ich finde, das macht die WoW aus. Und ich dachte so, wie kriegst du die Zeit des Shadowlands hin? Beruflich tut sich jetzt noch so ein bisschen was. Ich habe dann auch nicht mehr so die Zeit, die ich besser investieren konnte oder nicht mehr so viel Homeoffice. Ich kann nicht mehr so die Vormittage mal herumgammeln. Wie spiele ich denn, wenn ich jetzt abends nur ein Tütelchen, nur mal meine 2 bis 4 Stunden habe? Ja, dann ist vielleicht ein Transmog-Farm entspannt als dieses 4 Stunden Aha-Camping. Und dann habe ich am Ende 390.000 Gold rausgeholt und denke, ja super, aber was habe ich denn gemacht? Ich habe nur Realist Cancel, Realist Cancel, Realist Cancel, Kraften, 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 günstig auskaufen, Kraften, Schaffeln. Das bringt zwar viel Gold, aber der Punkt ist, ich bin jetzt an diesem Punkt, dass ich denke, sagte ich ja vorhin schon, Blizzard-Guthaben voll, ich habe 10 Token im Inventar. Und dann kommst du absurderweise an einen Punkt, wo du denkst, so ja, und jetzt, Exi, und jetzt ist es, wo es mir jetzt nicht mehr so viel Spaß macht, es verliert total an Bedeutung. Und ich freue mich jetzt, wenn ich bei meinem ersten Transmog-Farm vielleicht ein Item kriege, was einen total hohen Value hat. Ich verdiene meine ersten 10.000, 20.000 Gold darüber ernsthaft. Ich freue mich über meine ersten 10.000 auf einem Nom-Server mit einem Char, keine Infrastruktur. Ich kenne die Serverökonomie nicht, habe ich viel mehr Spaß dran, mir was Neues aufzubauen, als zu sagen, ach Exi, guck mal auf die Uhr. Oh, diese Woche wieder Goldcap. Das klingt für diejenigen unter euch, die raufen sich jetzt die Haare, die sagen, was Andreas, ich habe noch nie ein Goldcap. Der Maßstab ist aber, ich bin so ein Gestörter, der das seit einem Jahrzehnt macht. Und ich beneide die sagen wie Exi, ich spiele das jetzt für die Raids, ich habe den Progress, ich bin richtig aktiv im Content in der Story dabei. So, und ich gammel nur im Aktionshaus rum, habe hier nebenbei das Fenster auf und guck, wo steht aus dem Niederz und denk so, nee. Ich freue mich auf Legion. Ich mache den Pfadfinder ganz entspannt. Ich mache Legion-Weltquests, nicht BFA. Ich habe jetzt auch das Fliegen, dem Pfadfinder BFA, habe ich übrigens auch noch gezogen für 8.3. Das nur mal so. Draenor fliegen kann ich auch. Mir fehlt jetzt noch Legion. Und ich dachte auch mal gucken, Legion hat ja auch ein paar nette Rohgold-Spots. Bei Legion kommt echt gut was zusammen. Durchs Questen habe ich total unterschätzt. Ich habe jetzt den Char, mit dem bin ich jetzt nur, ich habe Asuna jetzt gerade durchgequestet, ein bisschen Sachen verkauft. Und bin jetzt schon bei irgendwie 7-8k Rohgold. Das klingt erstmal nicht viel, aber ich hab nur Sachen verkauft und gequestet. 7-8k durch so ein paar Düdel-Quests. Und das wird von Addon zu Addon immer mehr. Wie gesagt, ich weiß, wenn du komplett normal durch Dungeon-Browsing oder so beispielsweise durchballerst und du bist mit Pandaria durch, bist du bei ca. 7.000. 6.000 bis 7.000 so um den Dreh. Ohne Auktionsausverkäufe. Ja, und wie gesagt, die Gebiete sind teilweise echt schön. Da kann man wirklich nicht meckern. Ja, ich habe es bei meinem Zinnantit und Osmeniterz-Farm-Video auch angesprochen. Es gibt zum Beispiel in Nastasha gibt es ein Gebiet, da ist die Hintergrundmusik so unfassbar toll. Du stellst dich da einfach hin, stellst sie auf, kein und genießt das einfach mal im kurzen Moment. Ist echt klasse. Also ich bin so ein Spieler. Vor allem, wenn man die Grafikdetails wirklich auf hochstellen kann. Ja. Wenn man wirklich ein PC hat, der die Grafikpracht auch genießt und jetzt ballert man alles auf Ultra. Einfach mal alle Effekte rein, habe ich sonst auch nie an.
Und deshalb ich die Legion heißt doch von den Demon Huntern heißt die Kriegshammer. Wie heißt da dieses die Plattform, auf der die sich befindet da dieses Portal? Schicksalshammer. Oder? Schicksalshammer? Kriegshammer? Nee, Kriegshammer. Das ja, kann also sein. Ich wollte nur sagen. Du meinst die Ordenshalle? Einigen wir uns da. Genau, wenn ihr in eurer Ordenshalle seid und stellt da mal die Grafik auf Ultra. Dieses grünliche, so diese, ihr habt so ein bisschen so wie so Sterne, ihr habt so Partikel, die so glänzen. Das ist grafisch so geil gemacht, dass ich dachte, ey, wow, das geht total unter. Dieses Design, die Designleistung, was das Audiovisuelle angeht, geht total runter, wenn man alles auf ein oder drei Details stellt, weil die Performance da sein soll. Ich dachte, ich baller mal alles hoch, bisschen Anti-Multisampling hau ich rein. Die WoW ist echt schön, vor allem wenn alle Mobs stehen, niemand farmt dort und du siehst einfach nur diese geskriptete AI, die gegeneinander kämpft, die ihre Dialoge hält und du guckst einfach nur zu und denkst so, ey, das ist so eine persistente Welt, die von sich aus lebt, auch in der Garnison, wenn ihr einfach nur mal eine Garnison da das Treiben so ein bisschen beobachtet so. Und das geht mir total verloren, weil ich nur mal gucke, unterboten worden. Oh, ich brauche noch 50 Expulsum. Oh, Gischtvernebeltes Line ist gerade günstig. Oh, Muschelverkrustete Schießkassetten muss ich noch an meinen Schurken schicken. Der öffnet das, der schickt das zurück. Die grünen Items gehen an den Char, der Expulsum braucht. Das ist kein WoW-Spiel. Das ist WoW als Wirtschaftssimulation. Das muss ich auch aber machen. Entschuldigung, das muss das ich auch ist machen. Echt. Das kostet richtig Zeit und ich habe jetzt total Spaß, uralte Legionsquests, die ich auch schon mal gemacht habe, aber jetzt mal bewusst, dieser Prinz Farodin, der da verstoßen wurde, Farodan, so diese Storyline, was ist eigentlich mit dem, der da so angespuckt wird, hat mich nie so interessiert, weil man so ein bisschen mal so diese Geschichte dahinter, diese ganze Suramasache, wo ich denke so, also was da an Stunden, Tage und Wochen an Story da drin steckt, ey, das ist Wahnsinn, ja, was man so gar nicht wertschätzt eigentlich, das ist schon ziemlich genial, ne? Und das geht mir als Auktionshaus Chunky, denke ich so, Exi, irgendwann ist gut, man kann nie genug Gold haben, ja, aber man kann auch mal die WoW spielen und das eine schließt leider das andere manchmal aus und insofern, ich denke mal drüber nach, ob ich mir den Ensort-Kel kaufe, mich durchziehen lasse. Hi, ich bin Andreas, ich bin so ein kleiner YouTuber, ich mache Goldgeiz. Ich hänge mich in euren Witch, macht mal alles kaputt. Ich will die Dialoge noch irgendwie so ein bisschen irgendwie mitkriegen, aber ihr könnt, ich versuche irgendwie nicht zu sterben und stelle mich vorsichtig an den Rand und mache Autoshot. Ich mache einfach nur Autoshot, je nachdem, mit welcher Klasse ich das mache oder so. Und vielleicht booste ich mir den einen oder anderen Char, ich habe ja das Gold, aber ja. Würde mich mal interessieren, auch Interaktion mit unseren Zuhörern und Zuschauern. Wer von euch ist wirklich auch nur WoW komplett Goldmaking? Gerade in unserer Community, also euch interessiert das alles nicht. Und wer von euch ist so, der sagt, oder die sagt, ja, also eigentlich, ich spiele schon aktiv die WoW, ich habe meinen Main-Char, da mache ich komplett alles mit und sei es LFR. Und natürlich, dann ist noch Goldmaking, das zweite Spiel im Spiel. Und wer sagt von euch, ja, ich gucke eure Guides und höre euren Podcast, weil mich das interessiert. Gold ist aber nur eine Nebennische. Schreibt das mal in die Kommentare, würde mich total interessieren, wie viele von uns nur auf diesen Fokus die Scheuklappen haben. Gold, WoW Gold, WoW Gold, WoW Gold, virtuelle Highscore, Pixel Gold. Davon berichtet ihr immer Exi und Andrea seit Jahren. Würde mich mal total interessieren. Und wer ist auch mehr wie Exi, der sagt so, Leute, jetzt ist mal Gold mal ein paar Wochen nebenbei, ist mir egal. Ich habe meine Gilde, ich habe Progress, ich will Spaß, ich will die Story erleben. So, und ich habe liquidiert, meine Sachen verkauft und Gold kommt rein. Und ich habe schon 2 Millionen oder 5 Millionen seelischen Schmerzen wieder drin. Glaub mir, auch dir als Goldfarmer oder als Auktionshaus-Junkie, wenn du Legion durchspielst, schreib mir im Discord, sobald der Khadgar mit seinen dämlichen Witzen auf den Sack geht, okay? Ja, ich fände, kam er nicht irgendwann bei einer der ersten Legionsquests, die mich am Anfang kommt, da noch mit seinem Kopf in dieser Blase da angeflogen. Ja, ja. Und ich probiere mal was Neues. Ich pinkel mich jedes Mal ein, ja, wenn er dieser Kost auf dieser Kopf um die hier rumschwert. Dieses Aquarium, wo du denkst, ey Leute, ist das, also haben die das ernst gemeint oder haben die sich auch auf die Schenke geklopft und haben gesagt, komm, wir kommen erstmal mit einer total idiotischen Idee an. Es hat halt was Skurriles, Absurdes. Spätestens, wenn du die Weltquest spielst, wo du mit irgendeiner Legionsscheibe über Feuer fliegen musst, um andere Dämonen zu töten. Und du schließt diese Quest ab und das Erste, was du hörst, ist Khadgar, wie er sagt, da hat sich die Legion wohl die Finger verbrannt. Ja, denkst du dir also, auch, boah, bitte halt die Klappe. Ich fände es ja gut, dass sie sich auch nicht hundertprozentig ernst nehmen. Ja.
Wir haben Exi, so, ich hab mal einen ganz coolen Themensprung vor, einen schon coolen. Oh, bitte, bitte. Und zwar hast du jetzt, dafür kannst du leider gar nichts, aber eins deiner Videos würde jetzt im Fake-Check nicht bestehen. Ein Fake-Check auf ein Exitus-Video würde gerade mit dem Ergebnis enden, tut mir leid, Exitus. Nein, das funktioniert in Klammern nicht mehr. Ich spiele an auf deinen wunderbaren, bisher super funktionierenden Dungeon-Reset-Trick. Den uns leider blizzard, dafür kann Exitus gar nichts. Deswegen jetzt ein bisschen dieses Geschwurbel. Das hat Blizzard uns versaut. Denn ich habe ja, weil ich ja ein bisschen Transmog farmen will, ich will ein paar Innis farmen und dachte so, Mensch, warte mal, da war doch dieses Missionsanmelden. Guck's mal bei Exitus, da hat das ja beschrieben. Hab das genauso gemacht, bin dann die Pagode oder was da irgendwie geflogen, hab mich angemeldet, auch bei der Mission, die du genannt hast. Soweit so gut, im Szenario. Ha, Szenario verlassen. Rein in den Dungeon, dann stelle ich fest, du fliegst, wenn du es überhaupt in den Dungeon schaffst, du fliegst raus aus dem Szenario. Ich denke, nee, okay, ich habe einen Fehler gemacht, habe was anderes probiert. Nach 3 Versuchen, sich durch einen Zufall, hat einer in deinem Kommentar, hätte ich erstmal nachgucken sollen, hat einer geschrieben, hallo Exitus, funktioniert das noch mit 8.3? Bei mir nicht. Und ich dachte, okay, Andreas ist nicht zu unfähig. Blizzard hat uns diese, also entweder durch diese Ensort, durch diese Phasing-Sache, weil jetzt auch Uldum und natürlich ausgerechnet das hier Jadetal sozusagen, das Pandaria-Tal, das jadegrüne Tal, haben sie uns das irgendwie verballert? Ist das ein Zufall, Exi? Oder ist das Absicht, dass Blizzard diese Mechanik nicht mehr will? Denn das Ding scheint nicht mehr zu funktionieren. Dieses, ich weiß nicht, ob es mit 8.3 zusammenhängt, ob das Absicht war oder ein Kollateralschaden durch die Änderung. Bitter. Also, mein erster Gedanke war tatsächlich Quatsch. Ja, hab's auch nochmal probiert. Hat funktioniert. Keine Ahnung. Hab aber auch dann gleich wieder aufgetestet. Ich hab nicht lang genug getestet. Also, okay. Ich hab das jetzt schon ziemlich oft gehört. Es soll anscheinend nicht mehr funktionieren. Furchtbar schade. Mein erster Gedanke da in diese Richtung war tatsächlich ja, Kollateralschaden. Ja, weil der NPC steht normalerweise da, wo jetzt auch Questgeber für die neuen Gebiete sind. Mit dem Zidormi-Phasing, vielleicht genau. Ist da irgendwas. Andererseits gibt es ja diese Fun-Police bei Blizzard. Ich meine, sie verschweigen zwar immer, dass es sie gibt, oder sie negieren, dass es sie gibt, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es sie gibt. Es würde mich auch nicht wundern, wenn sie es mit Absicht rausgepatcht haben. Was mich jetzt persönlich interessiert, und ich bin noch nicht dazu gekommen, mir das mal in Ruhe anzuschauen, weil ich es einfach vergessen habe, ob es nur darauf geht. Was ist, wenn ich mich zum Beispiel in WOD in der Garnison für den LFR anmelde und den dafür nutze? Okay, das habe ich jetzt nicht getestet, muss ich gestehen. Ich auch sozusagen nicht. Dass man einen anderen Zugang nutzt zum Rein- und Rausphasen. Ja, weil früher hat man ja dafür die Feuerprobe benutzt. Na, das geht ja nicht mehr. Dann ist man auf die Szenarien umgestiegen. Jetzt funktionieren die Szenarien nicht mehr, aber du hast halt immer noch die Möglichkeit, den LFR-Port von Kataklysm zu benutzen, der vor Drachenseele ist, den für WOD zu nutzen. Legion hat, glaube ich, auch einen NPC, wo man das machen kann, aber ich weiß nicht, wo der ist. Müsste man mal ausprobieren, ob das vielleicht noch funktioniert. Also ich benutzen werde jetzt, ist ein ganz kleiner vergessener Trick, zu dem ich ein Video machen werde, den jetzt die Patreons von Exitus jetzt vorab ein paar Tage vor, ganz kurz vorher hören. Zu oft. Weil sie ja den Goldcast ganz kleinen Moment vorher hören. Und zwar gibt es einen 0815 Trick, mit dem ihr immer am Dungeon-Eingang landet. Stern. Es ist super. Es ist, ja. Und wie? Wenn kein Wasser in der Nähe ist. Feststecken-Funktion über das Hilfesystem? Das hat leider ein großes Dilemma. Dann landest du nämlich an deinem nächsten Friedhof. Da orientiert er sich nämlich dort, wo du dein Gasthaus hast. Oder wenn du Glück hast, in einem Friedhof in der Nähe. Es gibt tatsächlich einen völlig banalen Trick, mit dem er direkt am Eingang des Dungeons landet. Aber nicht und zwar, was ihr braucht. Okay. Ja? Ja, aber, kommst du drauf? Aber nicht diese asoziale Methode im Sinne von eine Minute vor Ende des Dungeons an irgendeiner Random-Gruppe anmelden und dann gleich wieder verlassen. Nee. Okay, das mag ich. Es ist so bescheuert. Ihr braucht zwei Hilfsmittel. Ihr braucht einmal ein Lagerfeuer und ihr braucht, ich glaube, das heißt Quetschpfeifs Nitro-Sprit oder so. Das ist ein Getränk, was man kauft in Draenor. Draenor, glaube ich. Oder... Das sagt mir irgendwas. Quetscht fast Nitro-Sprit. Was ihr dann macht, ihr macht ein Lagerfeuer, dazu müsst ihr kochen lernen.
geht dann auf Lagerfeuer, macht das an und dann trinkt ihr zwei Flaschen, weil man jetzt so viel, man hat in BFA so viele Lebenspunkte, dass eine nicht reicht. Ihr trinkt zweimal hintereinander das Nitro-Sprit und ihr brennt dann runter, ihr kriegt Lebenspunkte abgezogen, seid auf null, ihr sterbt und spawnt am Instanzeneingang. Das habe ich jetzt ein paar Mal probiert, funktioniert und ich hatte es noch nicht gesehen, dass das groß auf die Rep-Kosten geht, weil die witzigerweise die Rep-Kosten ist, wenn ihr durch Mobs und Bosse sterbt, ja, hat das eine Auswirkung. Anscheinend ist dieser Suizid durch das Lagerfeuer, hat wohl keine Auswirkung. Das wäre noch ein tolles Schmankerl, wenn man sagen könnte, okay, kosten ein paar Rep-Kosten, dann müsste man sich so ein Profil stellen mit Klamotten ausziehen, das Zeug trinken, Klamotten wieder anziehen. Hat echt den Charme. Ich habe das jetzt in drei verschiedenen Dungeons probiert. Ja. Ich mache ein ganz kurzes Video zu nach dem Motto SOS. Der Exitus vorgestellte Trick funktioniert leider nicht, aber es gibt so eine total bescheuerte Idee. Und das Quetsch 5 Nitro Sprit verkaufen sehr viele Händler aus Dranor. Also ich war zum Beispiel in wie heißen die? Spitzen von Arak, da gibt es das auch als Schatz, den man finden kann einmal. In Ashran war ich schon, da hat das irgendwie ein Händler verkauft. Ich war im Schattenmontal oder so. Ihr braucht zu irgendwelchen NPCs, auch in Gasthäusern, die verkaufen das. Ja. Und bei diesem Nitro-Sprit steht bitte nicht am offenen Feuer. Und deswegen diese Kombination, nicht am offenen Feuer, Lagerfeuer kochen lernen. Plus Sprit, Self-Kill und ihr spawnt direkt am Anfang. So, das ist für mich bisher die einfachste Methode. Ihr müsst euch nirgendwo anmelden, keine Sequenz. Ihr müsst nicht gucken, geht's in Draenor. Das ist jetzt für mich Exitus die einfachste Methode. Die stelle ich einen anderen vor. Und eigentlich, den Trick kannte man vor vielen Jahren, das ist nur total vergessen. Ich habe das irgendwo mal gelesen und dachte, ist ja genial. Hatte aber nicht so viel Charme nach dem Motto, dann Self-Kill ist ja nicht so charmant, wie sich im Szenario anzumelden, rauszuhoppen im nächsten Dungeon. Durch diesen Freitod gelangt ihr sofort an den Eingang des Dungeons oder des Raids, was ich irgendwie super finde. Okay, zwei Fragen. Punkt A, wie viel CD hat das Lagerfeuer? Na, weil manche Instanzruns dauern halt wirklich nur wenige Minuten. Fünf Minuten. Die zweite Frage, verlierst du dadurch gewisse Buffs? Bären-Tatar zum Beispiel. Müsstest du ja durch den Tod rein theoretisch bei jedem Neuspawn am Eingang neu nutzen. Genau, das ist der Fall. Also genau, wenn ihr wirklich Buffs habt, durch den Self-Kill, 5 Minuten hat das Lagerfeuer Abklingzeit, das ist dann tatsächlich durch, ja. Also für die absoluten Speedruns, ganz kurze, funktioniert das nicht, es ist tatsächlich nur ein Plan B. Es ist sozusagen eine Notfall-Auswahl-Variante, dass ihr alle 5 Minuten könnt in den Freitod gehen, sofern die anderen instanzierten Phasing-Szenarien-Geschichten nicht funktionieren für euch. So, das ist so nach dem Motto, dann hat man zumindest irgendwas. Es ist besser als nichts, weil die Alternative jetzt ist, dass ich zurück durch den Dungeon, gerade wir waren bei Diamol, dass ich irgendwie Düsterbruch farme oder Razorfen oder solche Geschichten oder Tempel oder so ein Blödsinn, da habe ich ja keinen Bock zu, ne? Würde ich mir gerne. Und gerade ich möchte ja für das Transmog-Projekt jetzt tatsächlich mal Dungeons farmen. Exi, ja, so richtig klassisch Transmog-Runs durch Dungeons. Und man kann in Sulfarak kann man natürlich aufmounten und sowas, soweit so gut, das kriegt man auch hin. Aber durch, nehmen wir hier nicht nur Merigan, sondern das ist auch eine Katastrophe, aber Uldaman. Aceras, der Atheren, wie heißt am Ende? Archedras. Ja, geht man von da zum Dungeon-Eingang zurück. Herzlichen Glückwunsch. Oh, das geht. Also du hast ja einen Zweitausgang. Und vor dem lässt du dann die ganzen Mobs stehen und gehst dann da lang. Genau, musst trotzdem natürlich nochmal so zwei Schenker machen. Ne? Ja. Dieser Self-Kill ist die einzige, also bis uns was Besseres einfällt. Insofern wäre das dann, es hat ja schon mal geklappt, ein Videowunsch an Exitus. Falls du noch eine Alternative zu deinem Pandaria-Szenario, was nicht mehr funktioniert, falls wir das überbrücken mit Drenne oder Legion und du stellst fest, das funktioniert, wäre das ein fantastisches Samstags 7 Uhr morgens Käffchen-Video, falls du dazu Lust hast. Ich auch. Mal gucken. Aber ich höre schon wieder Leute furios in ihre Tastaturen hämmern. Ich mach das Ganze mit dem Druiden und kann mich rausporten. Ich mach das Ganze mit einem Monk und kann mich rausporten. Genau, natürlich. Hängt natürlich immer sehr von den Klassen ab, denn zum Beispiel, wenn man jetzt einen Schurken hat, könnt ihr das nicht ohne weiteres machen? Und warum sich ein Schurke lohnt in Instanzen, erklärt sich dann, wenn nämlich die Kisten da drin, die verschlossen sind, wenn ihr die farmen wollt, ist der Schurke die charmanteste Variante. Das hatte ich letztens mal mit Uldaman ran, konnte ich Kisten nicht öffnen, dachte, toll. Wäre ich jetzt mit dem Schurken hier, deswegen habe ich mir
auf Armantul, wollte ich gerade sagen, auf die Aldor direkt einen Schurken geboostet, weil irgendwo muss ich Helden mit dem Blizzard-Gut haben. Und das ist dann mein Schätze- und Dungeon-Kisten-Farm sozusagen. Ja, oder halt Dietriche benutzen, das wäre auch noch eine Option. Na, genau, da ist nur genau der, die faule Variante ist der Schurke sozusagen. Ja, ja die günstige Variante sozusagen. Na, weil die anderen genau. Items, wenn du keine Infrastruktur hast, musst du die ja auch kaufen. Ja. Also wie gesagt, diese Spread-Variante ist jetzt nur die, also weil alle anderen Varianten jetzt auch nicht viel teurer sind, gibt es das eigentlich im Auktionshaus. Manche verkaufen das auch im Auktionshaus, ne, gibt es ja nicht. Ich habe gerade mal nach Sprit gesucht, aber gut. Genau, Sprit gesucht. Sprit ist teuer. Ich glaube 1,45 oder so musste ich, glaube ich, sagen. Ja, ey, bloß auf, ne? Aber dieses komische E10 ist irgendwie durch, ne? Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber gut, das ist ein anderes Thema. Aber das ist. Ja, das tue ich in meinen Motor nicht mehr rein, seitdem ich. Nee, das hat sich erledigt, ne? Nee, nee, da kommt jetzt so super rein. Ja, gib ihm. Nein, Quatsch. Ich hab aus unseren Communities habe ich noch ein, zwei, drei Fragen, auf die wir vielleicht noch eingehen können, spontan, wenn du Lust hast. Ja. Guck zwar auf die Uhr, aber vielleicht kriegen wir zum Abschluss, dann haben wir jetzt noch mal so ein paar Zuschauerfragen. Unsere Discord-Community hatte ich darum gebeten, dass ihr spontan ganz kurz, wenn ihr was habt, uns Fragen stellt. Denn in deinem Video zum Goldcast waren jetzt nicht so viele Fragen, ne? Oder? Nee, tatsächlich. Ich habe jetzt nicht gesehen, dass da was super konkret ist. Eine ging um Berufe, auch zu anderen MMOs. Das können wir separat nochmal als Grundsatzthema behandeln. Ansonsten viele Kleinigkeiten. Viele haben ihre Meilensteine gefeiert und sowas, soweit so gut. Interessant war, bei dir hatte... Mahagomeha, hoffentlich spreche ich richtig aus, gefragt. Ja, Mahagomeha, ja. Was meint ihr, wie hartnäckig muss man beim Verkaufen von Transmog oder Pets sein? Muss man beim Preis stark runtergehen oder sollte man bei seinem Preis bleiben, auch wenn es kein großes Interesse momentan gibt? Brennt ich weiß nicht, wie deine Meinung da ist. Wenn du keine Konkurrenz hast, kannst du natürlich auch absurde Market-Preise verlangen, auch das 500%, 1000%. Von dem Regionspreis. Wenn du richtig viel Konkurrenz hast, und das sind Items mit einer Sellrate von 0,01 oder 0,02, heißt alle 100 Tage oder alle 50 Tage werden die verkauft oder 0,01 kann auch heißen, halt von 100 Items wird dann ja auch nur eins verkauft. Ne? Es gibt ja diese zwei Werte, nämlich die Sellrate, wie war das, muss ich selber irgendwie mal gucken, genau, regionale Verkaufsrate und regionaler Durchschnitt täglicher Verkäufe, ne? Also wie viel werden verkauft. Und wenn beides auf 0,01 ist, dann wisst ihr schon, nur alle 100 Tage im Schnitt und von 100 Auktionen geht überhaupt nur eine raus. So. Mhm. Dann ist die Frage, ob ihr für irgendwelche Gammelarmschienen aus Burning Crusade 4000 Gold verlangen könnt, die einen Regionsverkaufspreis haben, der TSM-Daten, der sich auf 190 beläuft. So kann man sagen, mutig kann man probieren. Ich glaube, es sind nur Einstellgebühren. Ich glaube, das ist eine der Sachen, da stimme ich Reckless zu von Run to Buy Gold, dass viele Werte komplett inflationiert sind. Das sehe ich auf die Aldor. Rollenspielserver hin oder her, völlig absurde Preise. Und da gucke ich ja auch mal bei ein paar Artikeln und da biete ich normal. Manchmal dampfe ich rein und das Reindampen geht dann sofort raus. So. Ja. Und gedumpter Preis ist immer größer, als wenn ich nicht verkaufe, also größer null. Ist halt immer die Frage. Ich habe eine These, dass Transmog generell völlig überbewertet ist. Ja. Pets ist auch so eine Sache, wir haben jetzt ja die Vorlagen, deswegen möchte ich ein bisschen in den Transmog-Business rein. Pets fallen auch unter die Vorlagen. Insofern, Mahagomeha, es hängt sehr von deiner Serverökonomie ab. Wie viel Konkurrenz hast du? Wie oft kannst du relisten, wenn du die Auktion oft überwachen kannst? Wenn du die Zeit hast, kannst dein Portfolio gut managen, dann würde ich ganz normal reinsetzen, last in, first out. Wenn du nur alle 48 Stunden auktionierst, und du kriegst die Sachen wochenlang zurück und du stellst fest, das liegt an der Konkurrenz, dann würde ich überlegen, mal die Preise anzupassen, weil es vielleicht dann attraktiver ist, dass die dich auskaufen, dann bist du den Kram los und hast dein Gold und die campen weiter rum. Ich weiß nicht, wie Exi das sieht, was Transmog angeht. Du hast auch gleich reingerufen, reindumpen. Ja, wir hatten das Thema schon sehr, sehr oft. Wie gesagt, Transmog ist für mich ein Nebenprodukt von Sachen, die ich so oder so tue, beispielsweise... Ja. Loot Appraiser Challenges im Stream oder sonst irgendwas in der Richtung. Ich gehe nicht speziell los und besorge mir Transmog. Da ist mir meine Zeit zu schade für. Und ich sag ganz ehrlich, wenn ich jetzt in solchen Challenges zum Beispiel ein Item bekomme, was 10.000 Gold wert ist. Ich guck nach, okay, jetzt kostet 10.000 Gold.
Ich gucke mir die Sell Rates an, gucke, ob eventuell schon andere Auktionen da drin sind. Man kann wunderbar im Undermine Journal nachgucken, Einstellrhythmus oder sonst irgendwas in der Richtung. Und ich sage ganz ehrlich, lass das Ding 10.000 Gold wert sein. Ganz ehrlich, wenn das Ding eh schon eine miese Sell Rate hat, ich setze es für 1.000 rein. Ich habe eh keine Umstände dadurch gehabt, das Item zu bekommen. Und wenn ich dafür 1.000 Gold kriege, ist es immer noch mehr als 15 Gold beim Vendor oder so in der Richtung. Soll sich, wie gesagt, der andere, der sich dann denkt, oh mein Gott, das ist doch auch meine Auktion und der dampft da so übel rein, vielen Dank, ich kaufe das raus. Ganz ehrlich, wenn er es rauskauft für 1.000 Gold und es in einem halben Jahr für 15.000 verkauft, gönne ich ihm, wirklich, gönne ich ihm. Ich habe in der Zeit meine 1.000 Gold gehabt und bin zufrieden. Und das mache ich ungefähr mit ungefähr über 700 Items, ständig. Weil mir ist das den Aufwand einfach nicht wert. Auch Transmog zu überwachen, das tue ich mir nicht an. Ja, zumal ein Top hinzukommt, das stelle ich immer wieder fest, gerade auch in letzter Zeit. Ich hatte vor über einem Jahr, vor anderthalb Jahren knapp, schon mal ein Interview damals mit Carsten Gitteltick zum Thema Transmog-Business. Der dauerte 5 Stunden, um einfach mal die Komplexität dieses Themas zu zeigen. Hat auch einer in den Kommentaren geschrieben nach dem Motto, mir war überhaupt nicht klar, wie umfassend dieses Thema ist, dass da viel mehr hintersteht, als dass es ein grünes BOE ist. Und meine Wahrnehmung war, dass viele den Unterschied zwischen Wert eines Gegenstandes und Preis eines Gegenstandes überhaupt nicht unterscheiden, dass sie das gar nicht differenzieren und das nicht trennen, denn den Wert bestimmt nicht ihr, ihr bestimmt den Preis. Der Wert wird aber, entsteht überhaupt erst am Markt durch die Transaktion, das heißt die Akteure, Käufer und Verkäufer, inklusive dann auch natürlich Konkurrenten, die werden am Ende dafür sorgen, dass da ein gewisser Wert entsteht. Und wir haben unter den TSM-Daten immer noch den Verkaufspreis. Und ihr seht, dass der immer viel, viel, viel günstiger ist als der lokale Marktwert, üblicherweise. Ah. Ist serverabhängig. Ich habe auch auf die Aldo schon erlebt, dass du da ein Item hast, Regionsverkaufspreis. Also die TSM-User haben das für 1.500 Gold verkauft. Und auf die Aldo steht das bei 300. Du denkst so, hä? Rollenspiel-Server, wieso ist so ein Item jetzt auf 300 runtergerutscht? Dann seht ihr die Anzahl der Konkurrenten und ich nehme jetzt ein Beispiel, wie der Regionsverkaufspreis 200 Gold und auf eurem Server ist es bei 5000. Sellrate 0,01, tägliche Verkaufsrate 0,01 und ihr habt 10 Auktionen gelistet. Dass ihr dieses Item mit einer 0,01 Verkaufsrate, / täglicher Verkäufe, bei 10 anderen Konkurrenten für 5000 Euro absetzt, wage ich akut zu bezweifeln. Yep. Setzt es rein für doppelte Regionsvalue für 400, ja, dann unterbietet ihr um 4.600 Gold, dann werden jetzt einige wieder sagen, entrüstet, ich warte drauf, bis Andreas sagt, ja, alles dumpen. Das ist für mich aber kein Dumpen, sondern der Preis von 5.000 ist purer Bullshit in meinen Augen, oder 4.000, ja. Das ist Blödsinn. Mhm. Falls ihr sagt, nein, der ist richtig, ja, dann kaufst du das für 400 raus und genau was Exitus gerade beschrieben hat, Win-Win. Ich habe sofort liquidiert und alle anderen können das, wenn die Bock haben, das 50 Mal einzustellen oder die nächsten 100 Tage, weil 0,01, aber nochmal 100 Tage einzustellen. Die Zeit, die Auktionshausgebühr, ich finde, diese Sachen sind überbewertet. Also das, und das hatte auch Rackles. Ich bin mit vielen Sachen da nicht immer einverstanden gewesen. Er hat in seinem Mega-Transmog-Community-Projekt aber auch gesagt, ausgerechnet er, Leute, bitte farmt alle Transmog, damit wir die Preise korrigiert bekommen, denn die sind alle zu hoch. Das hat Rackles gesagt. Ein Aufschrei ging natürlich dadurch. Ne? Gerade die sagen, ich will mit Transmog Gold verdienen. Ich habe diese Robe schon für 7.000 Gold verkauft. Welche und wie oft? Hm. Wann hast du welche Robe ernsthaft für 7.000 Gold verkauft? Glaube ich nicht. Und falls doch, freu dich doch, wenn die einer für 1.000 reindammt. Das sind ja dann, dein Gold ist mein Gold. Ja? Dann packst du die 6.000 rauf, minus 5%. Herzlichen Glückwunsch, dann hast du irgendwie 5-7 Netto-Rendite durch eine Geschichte. Ich sehe es wie Exi. Sobald es mehr gibt als Vendor-Wert, Händler-Verkaufswert, Exi, ist es ein Gewinn. Ja, du musst das ganze Spiel ja in dem Sinne auch nur mal weiterspinnen. Guck mal, bleiben wir einfach mal bei dem Beispiel. Eine Robe für 7.000 Gold oder so in der Richtung. Spieler A setzt sich jetzt zwangsweise hin und versucht, diese Robe für 7.000 Gold im Auktionshaus zu verkaufen. Hat dadurch natürlich Einstellgebühren und verliert immer mehr Gold, sozusagen. Ich persönlich setze diese Grube dann für, keine Ahnung, für 100 Gold rein oder so in der Richtung. Und er denkt sich, oh mein Gott, ne, das sind 6.000, das kaufe ich. Ne, wenn ich die Snipe. Ja, Snipe. Snipe. Snipe, wenn ich die verkaufe, habe ich auch nochmal 7.000 Gold mehr. Dann verkaufe ich meine auch nochmal und dann habe ich 14.000 Gold. Und ich habe meine 100 Gold. Ich persönlich setze mich hier jetzt mal wirklich hin und bin der festen Meinung, ich mache das für 100, ich nehme diese 100 Gold
und reinvestiere die beispielsweise wieder in irgendein Zinnantit, was extrem günstig ins Auktionshaus gestellt wurde. Kauf das dafür raus, setz das wieder teurer rein. Das mache ich dann mal mit dem Teil und mal wieder mit dem Teil und mal wieder mit dem Teil. Ich schwöre dir, ich persönlich bin der Meinung, dass ich mit der Methode, so wie ich das jetzt gerade erklärt habe, bis zu dem Zeitpunkt, wo er beide Roben verkauft hat, mindestens das Dreifache, wenn nicht sogar das Zehnfache an Gold gemacht habe, als das, was er mit seinen zwei Roben gemacht hat. Schwöre ich dir. Genau, weil du es als Gesamtportfolio siehst, ne? So das, was Exi gerade darstellt. Er sieht dann das Big Picture, mein gesamtes Handelsvolumen, was ich habe im Markt. Und ich weiß, dass das so diese Transmog-Händler dann auch frustet. Aber auch da sehe ich teilweise, wenn da 10, 11, 12 Leute konkurrieren und sich unterbieten. Und ich habe auf Aldo, ich habe ja schon so ein paar Testverkäufe auch schon gemacht, habe auch mal so ein paar Sachen mir schon zusammengefarmt. Und dann stellst du fest, ich habe mal die Zeit genommen Nachmittag und man wird irgendwie 7, 8, 9 Mal unterboten schon. Und denkst du schon, okay, wie realistisch ist das, wenn ich das wirklich nur alle 24 Stunden mache, habe ich mindestens 7 Leute vor mir beim Item. Ja, selbst das kann von mir aus auch 0,03 oder 0,05 Verkaufsrate haben. Keine Chance, ja, wann soll ich denn das jemals absetzen? Und wie Exi sagt, es kostet nur Zeit und es kostet nur Silber, Schrägstrich, Gold nachher, ne? 15% pro 12 Stunden und natürlich Nerven. Dass man sagen kann, ja, Dumping hin oder her, aber ich glaube, viele dieser Transmog-Sachen, auch bei den Pets, sind inflationär. Bei den Pets geht immer das gut, was so dieses Flavor of the Month ist, eine gute Kombination. Ich bin jetzt auch nicht in diesem Battle-Pet-Markt drin, aber wenn ihr die auf 25 hochbekommt, also wirklich upgraden könnt, dann haben die meistens eher schon fast fünfstelligen Marktwert, je nachdem, plus, minus. Und ihr könnt ja auf anderen Servern verkaufen. Das ist das Tolle an den Battle Pets. Ne? Käfig setzen und ihr könnt über die Server wandern damit. Das heißt, sie sind viel flexibler als ein Transmog-Item. Das haut da nicht hin. Mit euren Battle Pets könnt ihr aber wunderbar sagen, hier auf dem Server listen die alle für 3.000. Auf zwei anderen deutschen Servern stehen die bei 9 bis 10.000. Die kriegt ihr nicht zwingend für 9 bis 10.000 weg, aber die Chance, in der Preisregion zu konkurrieren und das loszuwerden, ist dann natürlich erstmal. Selbst wenn sie nur gleich ist, ist das Profitpotenzial größer und damit gewinnt Server B oder C, bei dem ihr das Doppel- bis Dreifache potenziell erwirtschaften könnt. Insofern mal super Frage, aber eigentlich merkst du, das ist ja komplex. Exi und Andi sagen, kommt drauf an. Und wir beide haben eher die Neigung zu sagen, ich glaube oder wir glauben, die Preise sind zum Teil einfach viel zu hoch. Die Preise sind zu hoch, weil der Wert zu niedrig ist. Ja, diese Robe ist nicht 7.000 Gold wert. Ihr könnt sie gerne reinsetzen für 7.000. Ich würde auch nicht, selbst ich, der auf den Millionen hockt. Ich habe mir auch so ein paar Transmog-Items mal gekauft und geguckt und gescannt, welche sind günstig drin. Und sehe dann Regionswert 700 Gold bei uns für 1.000. Nö, ich gebe die 1.000 nicht aus. Nö, es ist mir, das ist sie nicht wert. Der Preis ist 1.000, die wird das aber nicht wert sein, wenn schon in der Region wir auf nur 700 kommen. Würde ich sie für die Hälfte kaufen. Ja, selbst Millionäre fangen an dann zu rechnen, weil es mir da um die Sache geht und an sich. Und ironischerweise, als ich anfing, ich habe mir so verschiedene Warenkörbe gebastelt, Exi. Die Sachen, die ich gedumpt habe, die sind fast alle weg. So ein Zufall. So. Und die ich nicht gedumpt habe, normal unterbiete, da werde ich unterboten. Ich werde unterboten, die stelle ich jetzt zum 12., 13., 14. Mal rein, denke ich irgendwann, okay Leute, wisst ihr was? Dann bleibe ich halt bei dem Regionsverkaufspreis und baller den Kram da rein. Und dann werde ich ihn los oder nicht. Und alle, die mich dauerhaft unterbieten, müssen den Preis mitgehen oder sie kaufen mich dann halt aus. Denn du stellst ja nicht von Transmog, du stellst eben nicht 10 Roben rein, Exi, für 100 oder 200 Gold, sondern diese eine, die beim Farm für dich abgefallen ist, wie du gerade dargestellt hast. Und mit dieser einen willst du dich nicht wochenlang beschäftigen. Nö. Du möchtest sie liquidieren und zu Gold machen. So. Das beste Beispiel für die ganze Geschichte sind Warlords of Draenor Greens. Das ist teilweise pervers, was die Dinger für einen Wert haben. Ja, deswegen war ja auch bei vielen Loot-Razor-Challenges damals Eisendogs zum Beispiel gebannt, weil die Items einfach pervers teuer waren. Für eine ganz normale Brust mit einem Skin, wie du sie aus WoD bei jedem Item bekommst, 15, 16, 17, 18.000 Gold, wo du dir denkst, warum? Why? Das ist keine Ahnung. Ja, zumal dann ist auch eine große Falle, du kannst auf WoW halt gucken, gibt es ja diese Kategorie ähnliches Modell. Ja. So, dann siehst du halt so einen Dolch, der ist dann 7.000 Marktwert, ist dann immer lokal auf eurem Realm, auf eurem oder Verbund, sind ja manchmal 2, 4, 6 Server zusammengeschlossen, die sich ein Auktionshaus teilen. Dann siehst du ähnliches Modell wie Schlitzdolch des Adlers, oder Schlitzdolch, keine Ahnung. Der hat aber einen Regionsverkaufspreis von
nur 200, 300, 400 Gold und irgendwie nicht ein paar tausend. Mhm. Denkst du, hä, also, wenn ich mir das transmoggen will, dann kaufe ich mir doch den für 500. Heißt dann anders, ist aber das gleiche Modell und zahl doch nicht hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.000. Das vergessen auch viele. Ihr würdet euch wundern, wie weniger, je nachdem. Ne? Also es gibt viele Unique-Geschichten, so manche Epics und Rares. Aber so viele Sachen haben ein ähnliches Modell. Ja, da findest du vielleicht mal eine farbliche Nuance. Ansonsten sieht die Hose genauso gleich aus. Das Schwert sieht 1:1 so aus. Und denkst du, es ist nicht dasselbe, aber es ist das Gleiche. Und das Gleiche kann nicht den Wert haben, was ihr glaubt, dort preislich anzusetzen. Darauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus. Und ich guck mal, wie weit ich komme, Exi, mit einem Transmog-Projekt. Vielleicht sage ich nach ein paar Wochen, Exi, so eine scheiß Idee, so eine blödsinnige Idee, die ich mir da angetan habe. Das ist ja, nach den Anfangserfolgen bin ich voll gegen die Wand gefahren. Würde ich dann noch so darstellen? Ich probiere es einfach mal, weil ich glaube, dass viele Transmog falsch handeln, nämlich mit überinflationierten Preisen und sich wundern, warum sie Monate nichts absetzen. Ja, weil ich so eine hässliche Klassikgrube, die einen blauen Farbstich hat, nicht für 4.000 Gold kaufe. Wozu? Und die dann sagen, ja, ich verkaufe das laufend, die Statistiken würde ich gerne mal sehen, wo du laufend so eine Robe für 4.000 verkaufst. Wann und wie oft und wie farmst du die eigentlich gezielt? Ne? Also das glaube ich alles nicht. Ja, dieser ganze Markt ist teilweise auch wirklich durch übertriebene YouTube-Videos oder sonst irgendwas, ist auch völlig kaputt. Weil wo sollen die Leute die Preise sonst herhaben? Sag ich ganz ehrlich. Ja, wie gesagt, wo wir wieder beim Anfang des Goldcasts sind, mich wundert es nicht. Hey, es existieren Videos, die sagen, lauf eine Stunde durch Sunwell Plateau und hab 138.000 Gold. Ne? Oder 300.000 Gold, 5 Minutes. Weißt du, was ich meine? Ne? 5 Minuten, 300.000 Gold, ein Rahmob in sengende Schlucht klatschen oder so in der Richtung. Ja. Das ist absoluter Bullshit. Sehr realistisch, ja. Total realistisch. Aber die Leute glauben das. Wie gesagt, Transmog verkaufen. Ist gerne, mache ich gerne, überhaupt nicht das Problem. Ich habe damals, lasst mich lügen, vor einem Jahr oder vor zwei, habe ich selbst meinen Goldcap-Video-Challenge-Kram auf YouTube gemacht, habe auf Aldor Transmog vertickt. Lief gut. Ich persönlich, ich hatte 2 Millionen Gold nach einem Vierteljahr, glaube ich, oder so in der Richtung. Das war für mich damals viel. Mittlerweile. Das ist heute, ja, also 2 Millionen sind 2 Millionen, ne? Also ja? Heute 9 plus Marken, ne? Also das ist schon. Das Gold lag dann rum und ich habe dann irgendwann angefangen, mir meine Multibox-Accounts davon zu kaufen, als World of Warcraft im Angebot war. Davon mal abgesehen. Aber es geht. Also ich sag's ganz ehrlich, ich habe auf Amantool habe ich Items in meinem Transmog-Pool drin, die ich seit Monaten nicht verkaufe. Und da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass ich sie auf Aldor verkauft habe. Also. Ich würde behaupten, du kriegst da geringfügig mehr verkauft. Aber dieser Grundgedanke ist von allen, oh mein Gott, ich will in Transmog einsteigen, gehe ich auf einen RP-Server. Slutmog geht immer. Das ist vielleicht noch ein wichtiger Hinweis. Ich sagte, ich habe auf Erda habe ich nebenbei auch immer Transmog gehandelt. Ja. Ne? Also alles, was ich dachte, was Transmog-tauglich ist, habe ich alles geschoben, alles auf mein Transmog-Char. Habe mir da Gruppen gebastelt und zwischendurch mal nachgestellt, dann auch mal wieder wirklich wochenlang nicht. Und da habe ich jetzt über das eine Jahr, sagte ich ja, 3,5 Millionen Gold, dann aber in 12 Monaten. Ne? Also das war dann nicht so die 2 Millionen, wenn man das in Relation setzt. Ist dann aber immer noch, dass ich sage, wir reden von 300.000 Gold. Also ich habe monatlich die Marke mit Transmog auf Erida gemacht, nebenbei. Nicht primär Portfolio, einfach reingeballert. Ich habe auch ein bisschen gecraftet, ich habe ein paar Titanenstahlsachen und sowas. Die Infrastruktur fehlt mir. Ich kann also nur gezielt farmen. So, diesen Benchmark, diese Messlatte will ich auf Aldor überhaupt erstmal knacken. Weil ich fand so mal eben so nebenbei Transmog 3,5 Millionen auf Erda, so was eigentlich Ausschuss war, den ich dann und wann einfach mal wieder reingestellt habe, ist schon eine richtig gute Summe. Das ist mal als eine Marke gewesen jeden Monat. Mal gucken, wenn ich das auf die Aldor sehr gezielt mache und habe schon festgestellt, ich habe schon direkt 7, 8 Leute gesehen, die aktiv Transmog handeln, dachte ich, echt so mutig von mir. Ja, ja. Weil der Markt ist akut überwacht und zum Teil habe ich alles nachgestellt und lasse nochmal einen Scan durchlaufen und bin direkt wieder bei 80 Items unterboten von 200, die ich eingestellt habe. Dachte ich, okay, das wird brutal. Das wird richtig brutal. Ne? Insofern möchte ich das ja auch darstellen. Funktioniert das noch? Ja, ist noch auf dem RP-Server. Ist halt nicht Argent Dawn. Ist halt die Aldor, ist es möglich. Ich werde das beobachten. Ich werde da berichten. Weil ich weg von diesem nur Auktionshaus handel, denn für mich ist, interessiert mich deine Meinung,
8.3 Goldmaking Exe, wir hatten jetzt Nasjatar, Mechagon, wir hatten die ganzen hier Mechagon-Teile, die Sprungfederfarms hatten wir, hatten die Festmäler mit diesen L-Ritzen, wir hatten Zernantide, wir hatten Osminiderz, wir hatten Sedimentleder. Eigentlich sind wir, also man kennt jetzt alles. Ich habe gerade ein großes Problem unter dem Aspekt, sag du doch mal, du großer Kollege, ja, als größter deutscher Gold-YouTuber, contentmäßig habe ich bei 8.3 gerade ein Problem. Ich für mich, hast du eine Idee, was wir jetzt noch darstellen können? Gibt es jetzt noch unbekannte Farms, die Handwerksmaterialien? Über das Fischen haben wir gesprochen, die zwei neuen Fische, ja, das ist dieses komische neue Fleisch, ja gut, ja. Ja, und sonst? Nö, wir sind eigentlich durch. Es ist halt echt so. Ja, es gibt nichts. Das Einzige, was man wirklich noch machen könnte, ist halt hier nicht Corrupted Memento, sondern die Vorform davon. Aber da hatte Records ja auch schon ein Video zu gemacht, was, by the way, übrigens auch nicht mehr funktioniert. Hust, nur mal so erwähnt. Genau, das ist auch schon durch, ne? Ja, das ist schon genervt worden. Nö, eigentlich nicht. Es gibt nichts mehr und es kommt wahrscheinlich auch nichts mehr. Bis auf die Feiertage, ja. Also davon mal abgesehen. Genau. So, das heißt, die größte Zäsur, die wir jetzt eigentlich hatten, ist das neue Auktionshaus-Interface, was auch böse Fallen übrigens hat. Ich bin übrigens auch mal reingelaufen, bin mit dem Auge davon gekommen, weil irgend so ein Honk hat einen einzigen Edelstein für 5-6 Gold reingestellt hier von Acharin, 5-6 Gold. Und ich habe euch unter Bittern immer, pack meine 200er, meine 100er rein, rechtsklick und eingestellt. Und habe leider nicht gesehen, also wenn du jetzt ein Item verkaufst in einem neuen Interface, geht der immer auf den niedrigsten Preis. Ja. Und natürlich wollen manche das exploiten und stellen ein Erz, ein Leder, ein Ankerkraut für 5, 10, 15 Gold rein. Und wenn ihr nicht aufpasst und nehmt das Interface. Und seid in dieser Routine, ich stelle es mal 100 nach, 200 nach, habe festgestellt, auf einmal habe ich 200 grüner Chart oder Acharin, einer von beiden war es, für 4 Gold irgendwas pro Stück. Hab sofort meine Auktion sofort an, wurde zum Glück nicht rausgesniped. Das hat richtig wehgetan. Ja, da hatte ich mehrere 10.000 Gold verloren direkt an Daten. Da rechne ich jetzt richtig, doch. Ja, doch, rechne ich richtig. Das hat richtig viel getan und passt da bloß auf bei dem Interface. Ich habe gestern auch einer auf meinem Server, der macht sich immer Spaß raus, der heißt Handmaschine. Da stellt man nämlich diese einzelnen rein. Er hat gestern drüber Kristall für 11 Gold reingestellt, einen einzigen. Mhm. Und irgendeiner hat nicht aufgepasst und hat 220 Stück für 11 Gold pro. Nach dem Motto ist ja, ne, nimmt er immer den günstigsten Preis, dem ist ja aber nicht ausgefallen, dass einer so einen einzelnen, und ich konnte den raussnipen, ich konnte also 220 Trümmer Kristall für diesen Einstellpreis von einer Handvoll Gold, dachte ich nur, bitte, für die Person, da nicht aufgepasst, also dieses Interface hat seine Tücken, ihr Lieben, passt da auf. Ja. Dann hatten wir gestern diese komischen Einstellzeiten oder vorgestern, von wegen laufen nie aus die Auktion, du musst sie manuell abbrechen, ne? Also Blizzard ist auch noch nicht richtig hundertprozentig durch mit irgendwie. Die Favoritenliste funktioniert immer noch nicht richtig. Genau, Favoritenliste funktioniert nicht. Also das ist, ne, dieses Interface hat seine Tücken. Und Arnold hatte die Frage geschrieben, dieses Last-In-First-Out-Prinzip. Er empfindet das als Händler angenehm. Ich mache tatsächlich mehr mit dem Interface, als ich erwartet hatte. Ich vermisse den Auktionator nicht so, wie ich dachte. Also irgendwie fehlt er mir auf der anderen Seite. Brauche ich ihn eigentlich nicht, weil das, was ich bisher dort gemacht habe, mit ein paar Klicks und manuell, kann ich jetzt auch. Ja, ich sag's, ich finde das Interface auch mega angenehm. Also damals war ich ja zum Beispiel auch immer auf Auctioneer oder so angewiesen. Mhm. Wenn ich sagen wollte, ey, hier, ich habe noch 6.000 Flussknospen, die würde ich jetzt gerne mal reinstellen, dann musste ich halt eintippen, okay, dann stell mir mal 20 Stacks A200 oder so rein. Mhm. Oder 30, das ist mega, ist zu spät zum Rechnen. Und das muss ich jetzt nicht mehr. Ich ziehe meine Flussknospe rein, klicke bei Menge auf Maximum und zack. Und dann gehe ich auf Post und alle meine Flussknospen sind in der Auktionshaus. Finde ich super. Sag ich jetzt ehrlich, ich arbeite sehr viel mit dem Interface, aber nicht automatisiert, um auch solche Sachen zu verhindern von dem, was du jetzt gerade mit deinem trüben Kristall erzählt hast. Weil da möchte ich ungern drauf reinfallen. Es hat aber auch Vor- und aber auch, weiß ich nicht. Zum einen, also, bitte, ja. Erzähl. Nee, du, okay. Erzähl. Was ich aber interessant finde, ist gerade beim Postkasten bzw. beim Rauskauf von Items. Das ist mir nämlich aufgefallen. Das verschafft mir ein Glücksgefühl, obwohl es das nicht tun sollte.
Ich hole meine Post über TSM immer noch aus dem Postkasten. Und da ist es halt so, ich öffne den Briefkasten und sehe Auktion verkauft etc. und rechts den Goldbetrag, der in dem Brief drin ist. Und dann sehe ich natürlich in diesem Sinne, oh schön, ich habe Flussknospen verkauft. Das ist das, was ich links sehe. Und rechts sehe ich dann einen Betrag von 18.000 Gold. Und dann denke ich mir, oh toll, ich habe Flussknospen für 18.000 Gold verkauft. Da kriegst du ein richtiges Glücksgefühl. Wenn du dann aber siehst, wie viele Flussknospen du für 18.000 Gold verkauft hast. Ah, oh, Andreas. Ich habe letztens, ich glaube, irgendwie 18.000 Flussknospen oder so verkauft oder so. Also teilweise für ein Gold das Stück. Da guckt man lieber nicht mehr auf die Stückzahl oder so in der Richtung. Das ist... Weiß ich nicht. Hattest du dich denn da vertan? Hast du dich da auch verklickt oder wie? Nö, ich weiß nicht mehr genau. Ich habe die Zahlen nicht mehr ganz genau gemacht. Es war eine ziemlich hohe Zahl an Kräutern, die ich verkauft habe, aber das waren 18.000 oder so. Müsste ich im Discord nachgucken. Also was mich so ein bisschen nervt bei dem neuen Last In First Out Interface, wenn ihr das nutzt. Ich sehe nicht mehr, dass ich unterboten worden bin. Falsch. Es bieten die Leute ja zu meinem Preis an. Ich habe ein grünes Häkchen. Da steht dann aber 2, 3, 4, 5 Verkäufer. Ich sehe aber nicht, an welcher Stelle ich den Verkäufer bin. Richtig. Das sehe ich dann eher mit Trade Skill Master, was ich total doof finde. Beziehungsweise, wenn ihr das gleiche Item reinsetzt und man guckt dann und man sucht nach dem Item, was ich total bescheuert finde. Ihr geht auf eure Auktion. Deswegen gucke ich hier so links rüber auf meinen zweiten Bildschirm, weil das so das ist total umständlich. Ich muss auf die Auktion gehen. Geht zum Beispiel, ich habe jetzt hier Echtgold zum Beispiel, verkaufe ich. Und dann sehe ich, aha, da sind zwei andere Verkäufer. Meine sind drin für 2098,99 und da sind noch zwei andere. Und da sehe ich erst, aha, die stehen vor mir. Da haben zwei vor mir 15 reingestellt. Bei mir ist aber ein grüner Haken. Wir haben alle den gleichen Preis. Ich bin aber zweimal, so nenne ich das jetzt mal rein technokratisch, unterboten worden im Sinne von Last In. Also sind zwei Last In. Zwei sind nach mir gekommen. So, das sehe ich nicht. Deswegen mache ich das, was Arnold fragte. Manche unterbieten mit einem Silber. Ich unterbiete dann mit einem Silber. Kupfer gibt es ja nicht mehr. Mit einem Silber. Damit ich sehen kann, aha, ich bin der günstigste Anbieter. Und wenn da einer nachstellt, unterbiete ich dann wieder ein, weil ich aus der Mimik des neuen Interfaces sehe ich nicht, wie viele haben mich eigentlich unterboten. Und deswegen hat Blizzard gesagt im Motto, es gibt keinen Grund mehr zu unterbieten. Natürlich, denn wenn vor mir 10 andere Leute sind, kann ich jetzt wieder zu dem Preis einstellen, muss manuell nachgucken, es ist mir viel zu blöd. Ich sehe sofort, ich gehe ein Silber runter und wenn da steht zwei Verkäufer, weiß ich, mindestens einer zu meinem Preis eingestellt, war Last In, nämlich Last Me oder LM, Last Me oder After Me AM von mir aus. Das heißt, ich mache das auch so, dass ich manuell dann nochmal unterbiete, weil ich dann sehe, aha, ich bin also der erste günstigste Anbieter. Für mich hat sich gegenüber dem vorher nichts verändert, weil ich bisher so handle wie vorher. Ich unterbiete tatsächlich. Ja. Ich setze selten auf den Preis an, weil ich nicht sehe, wie viel nach mir kommen. Ich hatte es bei Zenanti, da habe ich ein paar reingestellt und dann sehe ich 18 andere Verkäufer. Natürlich war ich irgendwann auf Platz 18. Und dann steht, ja, du musst hier nicht unterbieten. Es gibt gar keinen Grund. Und wenn ich das mache, es kommt immer noch eine Warnmeldung, Exi, wenn ich jetzt irgendeinen Artikel, das will ich mal live machen. Ich unterbiete mal ein Silber. Dann kommt, wieso macht er das jetzt hier nicht? Macht er nicht immer. Manchmal macht er. Nicht immer. Das finde ich ja total geil. Jetzt geht mal einen runter. Manchmal kommt so ein Pop-up. Das finde ich ja total blöd. Wieso macht er das jetzt hier nicht? Toll, der Vorführeffekt. Ja. Dann sagt er, es ist nicht nötig zu unterbieten. Ne? Ihr wisst, was ich meine, dieses komische Pop-up. Ja, da steht dann drin, es gibt keinen Unterbieten Grund, ist nicht nötig. Unterbieten genau. Ist nicht nötig. Deine Auktion ist jetzt die erste, die verkauft wird. Genau, später mit demselben Preis erstellte Auktionen werden zuerst verkauft. Ja, so. Also jeder plausibel. Danach, der kommt, wird zuerst vertickt. Ne? Wie gesagt, genau, aber das ist aber das Dilemma. Unterbieten ist nicht nötig, aber im nächsten Satz später erstellte Auktionen werden zuerst verkauft. Also ich weiß, was sie damit sagen wollen. Nach dem Motto, muss es nicht unterbieten bei dem Preis, heißt aber, es ist dieses Tick, du bist, ich renne jetzt wieder zur Post, hol die Sachen raus, stell sie zum gleichen Preis an. Also eigentlich tauscht man nur so durch, das ist ein bisschen wie Reise nach Jerusalem und ich versuche so diesen letzten Stuhl zu kriegen. Ja. So, und ich sehe für mich in der Übersicht, finde ich es leichter, im Interface ein Silber zu unterbieten, weil dann bin nur ich da und die ganzen anderen 17 Verkäufer, die sind über mir so. Da hat sich schon jemand aufgeregt, sagt, ja, wieso unterbietest du mich? Ich sage, ich mache doch hier nur ein Silber, weil ich einfach in dem Interface nicht erkenne, wenn ich jetzt nicht gerade TSM nehme, ist es viel schwieriger nachzuvollziehen, ob ich jetzt eigentlich jetzt der Last In bin oder ob noch mir noch ein paar kamen, die Laster waren.
Die später, genau, die Palaster, bis ein paar, die nach mir kamen. In diesem Sinne, Arnold, vielen Dank für deine Frage. Last In, First Out hat ein paar Sachen verändert. Das Grundprinzip aber nicht vor Pre 8.3, nämlich wer zuletzt nachstellt, verkauft. Vorher haben die Leute automatisch an Cookpaw unterboten, jetzt ist es hier für den gleichen Preis. Ich finde es aber ohne weitere Hilfsmittel super schwierig zu kontrollieren. Das sage ich jetzt Aktionshaus-Junkie, dass ich das total blöd finde für mich, weil ich nicht sehen kann, an welcher Pole-Position bin ich denn jetzt. Also bin ich an der Pole-Position oder bin ich auf Platz 7 in der Starterliste oder Platz 6? Das sehe ich nicht. Es sei denn, ich gehe manuell rein in meine Auktion, ist mir viel zu umständlich, also unterbiete ich es, viel einfacher für mich. Schiebt es auf Blizzard, schiebt es nicht auf mich. Da möchte ich ganz klar sehen, Preis pro Einheit, Verkäufer, und dann steht in Klammern, du bist auf Platz 7, wo ich weiß, aha, okay, dann stelle ich jetzt nach, dann bin ich wieder Platz 1. Wie Solange gesagt, sie mir das nicht anbieten, unterbiete ich. Ja, wie gesagt, es ist rein technisch gesehen das gleiche Auktion, so wie vorher. Es ist nur deutlich schwerer nachzuvollziehen. No. Es ist nicht ganz so transparent. Ne? Ja. Es ist nicht hundertprozentig transparent. Aber zeitgleich wollen sie dir weismachen im Sinne von, oh, da gibt es gar keinen Grund, ne? Weil das, was jetzt zuletzt reingestellt wurde, wird ja auch automatisch als erstes verkauft. Nur dumm, dass sie nicht erwähnen, dass auch Leute nach dir kommen können und solche Geschichten. Und dann kommen genau, natürlich auch die Leute, die halt nicht um ein Silber unterbieten, sondern gleich um ein Gold. Oder um zwei. Oder um 700. Die letzte Frage von Arnold, die hatten wir beide auch schon im Vorgespräch. Er sagte, hat das Auktionshaus Auswirkungen auf die Informationen, die wir im Undermine-Journal enthalten? Und am Exi, wir haben beide spontan gesagt, nee, ne? Das ist Datenbank-Schnappschuss zu den letzten Preisen. Das ist ja nur, das Undermine-Journal liest ja nur die Live-Server-Preise aus. An meinem Journal ist das Interface erstmal völlig egal. Also da könnt ihr auch noch sehen, geht da zum Beispiel auf Osmeniterz, das ist jetzt anonymisiert, ihr seht keine Händler-Verkaufsnamen mehr. Ihr könnt aber, wenn ihr ganz nach unten scrollt, seht ihr, wie viele Stacks und in welchen Reihen die eingestellt worden sind. Ja. Also da bekommt ihr letztendlich auch so eine Struktur, bei der ihr seht, aha, da haben jetzt, da sind 7200er Stacks. Und ein oder ein, zwei Gold darüber sind nochmal ein paar Hunderter Stacks, dann kommen ein paar 50er. Das ist dem Undermine-Journal aber wurscht, wie das Frontend oder das User-Interface funktioniert vom WoW. Richtig, genau. Das ist alles beim Alten. Das ist, wie gesagt, nur die Maske ist anders und komplizierter. Der Rest ist alles beim Alten. Ach ja, und die Tatsache, dass jetzt im Prinzip man keine Auktionshaus-Addons mehr benötigt, um automatisch den günstigsten Preis zu haben, sondern dass einfach jeder genau den günstigsten Preis hat. Was natürlich viel mehr Leute in dieses Auktionshaus-Game reinbringt. Lass es gut sein, lass es schlecht sein. Ja. Na, wie gesagt, wenn jetzt ein Random-Spieler daherkommt, der noch nie mit dem Auktionshaus zu tun hatte und diesen menschlichen Urinstinkt, diesen eBay-Grundgedanke hat, oh, wenn ich jetzt zum einen Silber unterbiete, bin ich aber auf jeden Fall der günstigste, ist okay. Na? Aber bitte der 700 Gold. Es ist halt ein Teufelskreis. Ja. Sie kommen her, sehen, das ist der günstigste Preis und wissen, wenn ich jetzt da reinstelle, in dem Sinne, bin ich aktuell der günstigste und meine Auktionen werden zuerst gekauft. Es sei denn, da kommt jemand nach mir und stellt das gleiche Item ein, dann wird der zuerst verkauft. Also unterbiete ich doch um ein Silber, dann bin ich definitiv der günstigste. Ja, aber der danach kommt, bekommt dann deinen angepassten Preis auch angezeigt, den du schon um ein Silber unterboten hast. Und dann bist du wieder nicht der Letzte. Das Ganze ist so eine Downward Spiral. Keine Ahnung, ich fange immer mehr an, Englisch zu sprechen. Bis dann irgendwann ein Sturmsilbererz noch ein Silber kostet. Pass mal auf. Na, ich glaube, es schafft tatsächlich eher Raum für dieses Exploiten, dieses ein Item einzustellen für eine Handvoll Gold und irgendjemand passt nicht auf und haut seine Sachen rein aus der Gewohnheit und stellt dann fest, so wie bei den trüben Kristall. Vorhin habe ich ein paar Osmeniterz nicht catchen können für 11 Gold pro Stück. Hatte einer dann 230, 240 reingestellt. Ich habe sie leider nicht gekriegt, ich wollte sie auch aussnipen und dachte nur, ja, noch ein Opfer gefunden. Also das neue Interface hat seine Tücken. Ich sag's dir aber auch ganz ehrlich, es tut mir leid, aber das ist super, das habe ich auch schon gemacht. Ja. Ich kaufe die auch nicht, ich lauere auch und man denkt so, okay, gute Idee. Und, ne? Und ganz ehrlich, das hat dann auch nichts mit schwache Ausbeuten oder sonst irgendwas in der Richtung zu tun. Das sind einfach die von Blizzard gegebenen Mitteln. Sie haben mir quasi ein machtvolles Tool damit in die Hand gelegt,
um künstlich an Items zu kommen. Es ist halt einfach so. Um die Unaufmerksamkeit. Wie oft habe ich mich dabei erwischt? Auktion nur zack, zack, klick, zack, zack, klick, zack, zack, klick. Ne? Ich habe auch Items deutlich unter dem Preis verkauft. Trank des Glücks beispielsweise hatte ich vom Skillen noch 17 Stück drin. Die haben einen Wert von 1700 Gold das Stück oder so in der Richtung. Habe ich letztens für 50 Silber oder so verkauft, weil ich nicht aufgepasst habe. Ja, das rennt sich ja richtig. Ich meine, gut, ja. Drauf geschissen. Also die sind beim Skillen eh drauf hergestellt worden. Also das ist jetzt kein Weltuntergang für mich, weil ich habe die eh nicht für 1700 Gold das Stück verkauft. Ja, schon klar. Aber trotzdem. Es ist wunderbar, sag ich ganz ehrlich. Ich kann nichts machen. Und ich werde es wieder tun. Definitiv. Hast du eigentlich einen Kirschner? Ja. Ist mit dir gut Kirschen am ersten Tag? Ist mit einem... Denn Kasimir hatte gefragt, das stimmt, so eine Änderung, haben wir uns nebenbei im Discord mal unterhalten, dass jetzt der Erste, der plündert, kann Kirschnern. Ja. Wie findest du diese Änderung? Der Erste, der plündert, kann Kirschnern. Genau, so hat sie geschrieben. Ich glaube aber, das ist eher so, ich habe das schon erlebt, dass die Mobs, die ich weggeratzt habe und noch nicht geplündert habe, die wurden mir weggekirschnert, weil man jetzt nicht mehr auf mich warten muss, oder ist das falsch? Ja. Wenn du beispielsweise Stachelratten farmen gehst, deswegen, hallo Tosini, ne, ich weiß, du farmst keine Stachelratten, und du stehst da und pulst die alle mit der Statue zusammen und wie auch immer spammst deinen, wie heißt es hier, deinen Jadewind. Diese Ochsenstatue, genau, oder was? Ochsenstatue. Spammst deinen Jadewind rein, dass die quasi alle auf dich getaggt sind oder sonst irgendwas in der Richtung. Du tötest sie, dann bleibt der Loot liegen und keine anderen Spieler konnten im Prinzip hingehen und konnten sagen, jo, hier, das Kirschner steht jetzt weg, weil du hast noch Loot drin gehabt. Wenn man dann jetzt aber da steht, Statue stellt, Jadewind und so weiter und wie auch immer und tötet die ganzen Mobs und lässt den Loot drinne. Na? Aber ein anderer Spieler, der von der gleichen Fraktion in diesem Sinne natürlich sein muss, keine Ahnung, burstet da irgendwas mit rein und der lootet. Dann kann er das Vieh kirschnern, ohne dass sie ihren Loot rausgenommen hat. Genau. Und wenn du dann, wenn man das dann lootet, das Wildtier, nachdem es gekirschnert worden ist, dann despawnt es, dann ist es weg. Hm. Dann sieht man auch keine Leiche mehr. Deswegen, ich glaube, Tazini meinte das anders genau. Ne? Also sie hat das jetzt falsch ausgedrückt. Sie meinte eigentlich, ne? Also bisher war es so, dass man erst plündern musste. Und dann dachte ich nämlich, als ich sie dem Endleder gefarmt hatte, bei dem Farmspot, den ich dargestellt hatte, denke ich, ich plünder die und dann die spawnen. Ich denke so, hey, ich dachte, das ist eher ein Fehler. Und dann habe ich festgestellt, nee, die hat jemand einfach gekirschnert. Und deswegen, jetzt verstehe ich Exi. Ihr habt nämlich jemand gesagt, sag mal hier die Multiboxer. Du hast doch mal eure Netiquette und eure Verhaltenspolicy. Das finde ich nicht in Ordnung. Hier ist einer am Rumquaken. Man darf hier seine Sachen nicht kirschnern. Der hat hier spawnt mit seinen 16 Chars, ballert er hier alles zusammen. Besetzt einen Farmspot stundenlang und macht die anderen dann an, dass man da nicht kirschnern darf. Obwohl er die selber nicht kirschnert und steht mit seinen Teams da rum. Dachte ich, Leute, ich möchte bitte nicht in diese Dramen reingezogen werden. Ich habe damit nichts zu tun, das müsst ihr untereinander regeln. Aber du kannst jetzt nichts machen, wenn du jetzt einen Spot besetzt, Exi, und killst Dutzende Wildtiere. Und kirschnerst sie nicht alle schnell genug, können sie dir unter deinem Hintern weggekirschnert werden. Yep. Du kannst nichts dagegen machen. Und dann dachte ich, hat Blizzard sich das? Also dachten sie, Mensch, lass doch mal, wie bringen wir jetzt mal ganz subtil neue Konfliktpotenziale, dass ein bisschen mehr Memes und Sunde entstehen? Denn ich habe das nur am Rande mitgekriegt. Ich war jetzt noch nicht betroffen. Die meisten respektieren den Kill. Ja, respect the kill. Aber ich habe das auch schon erlebt, dass welche von meiner Fraktion dachten, ach, hier, der ist ja mit seinen Chars da hinten 7 Meter weiter und haben mir die Drachen da weggekirschnert und ich loote die und sie despawnen. Dachte ich, was kann ich jetzt dagegen machen? Nichts. Ich glaube, du kannst es ja gerne machen. Nein. Oder gibt's so 10 Sekunden Schutz oder 20 Sekunden? Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, es gibt so ein ganz kleines Zeitfenster, da kann jemand nicht daran. Und wenn du in der Zeit nicht lootest, ich müsste es mal testen, dann kann jemand das kirschnern. Ich glaube, du hast kurz danach hast du die Berechtigung. Also es kommt nicht einer sofort nach dem Kill ran. Das ist eine kurze Verzögerung, doch. Aber wenn du zu lange, ehrlich? Nein, gibt es nicht, nein. Das ist ja fies. Und ich würde auch dieses Respect the Kill, würde ich nicht unterschreiben. Sorry, es gibt genügend Sackgesichter, die ich im Laufe meiner WoW-Zeit getroffen habe, die stehen neben dir, während du kämpfst, helfen dir nicht mal und haben schon das Kirschnermesser in der Hand und lecken sich die Zähne.
So nach dem Motto, komm, bring ihn endlich um. Bring ihn endlich um und loot ihn endlich. Deswegen hast du ja diesen Grundinstinkt, hey, nicht looten, bis der Kerl verschwunden ist oder so in der Richtung. Mhm. Ich glaube aber ganz ehrlich, da muss ich jetzt mal kurz hier Fun Police kurz absperren, so in der Richtung. Ich glaube, das ist eher darauf gelegt, dass viele, viele Leute ihre Berufe auch während des Levels skillen. Und wie oft hast du es in einem Dungeon zum Beispiel, dass da Wildtiere sind, die du kirschen könntest, es aber nicht kannst, weil einer deiner Gruppenmitglieder nicht gelootet hat? Ich glaube, das geht eher auf die Richtung. Das stimmt, ja. Dass sie natürlich dann solchen Situationen einen Strich durch die Rechnung machen, ist klar. Aber wir wissen alle, dass Blizzard einen Fick auf World Farmer gibt. Ist halt einfach so. Das interessiert ihn in dem Sinne nicht. So, oh, wir haben jetzt das Problem mit den Dungeons und dem Kirschnern haben wir gefixt. Alles in Ordnung. Aber jetzt machen wir damit die Goldfarmer in dem Sinne unglücklich. Aber hey, wer braucht schon die Goldfarmer? So nach dem Motto. Das ist denen egal. Sag ich ganz ehrlich. Und ich glaube auch... Das ist ein interessanter Gedanke, den ich jetzt so nicht als Hanebüchen abschmettern kann. Klingt erstmal sehr plausibel, das stimmt. Und ich sage es auch ganz ehrlich, das gleiche Prinzip kannst du, glaube ich, auf viele, viele andere Sachen auch anwenden. Wenn man jetzt nur mal ein bisschen weiterspinnt, wir hatten vorhin über den Szenario-Trick gesprochen, das wird bestimmt irgendwelche Gründe haben, dass es so ist. Jetzt nur mal unter dem Aspekt, dass es kein Versehen war, okay? Oder kein Fehler oder wie auch immer. Dann wird es sicherlich irgendeinen Grund gehabt haben, um irgendwas Spezifisches zu verhindern. Darunter leiden dann aber wieder die Farmer. Hm. Das ist denen aber wiederum egal, weil das ist nicht der Hauptaspekt des Spiels. Ist halt einfach so. Die Goldfarmer-Community ist groß und wir haben uns alle lieb, bis auf ein, zwei. Oder drei oder genau, fünf. Wie gesagt, die Deutschen halten ja relativ gut zusammen. Ja, wir sind ein großer Teil der Community, aber weiß Gott nicht der größte. Wir sind sogar verschwindend gering. Das merkst du auch immer wieder bei diesen AMAs, die auf der BlizzCon stattfinden, wenn Rackles sich wieder vordrängelt und irgendwelche Fragen an die Devs stellt. Die verstehen es ja in dem Sinne nicht mal. Er stellt irgendwelche Fragen in Bezug auf Level-Skalierung und wie sich das auf den Loot auswirkt. Und sie so, oh, look, we have a gold seller here. Wo ich bedachte, was? Nein, seid ihr doof? Na egal, ich schweife ab. Das fehlt leider so ein bisschen, ja. Nein, also genau, ab. Das einzige Abschweifen, was ich mir erlaubt habe, weil nämlich diese Kirschner-Funktionalität nicht gegeben ist in WoW Classic. Ich hatte dann doch mal ein Classic-Video wieder gemacht und mir angetan, diese 1000 Elite-Drachen in das Tara zu farmen, weil ich einfach so eine Bestandsaufnahme, eigentlich so Exitus-mäßig gucken wollte, was kommt an Loot raus, was an BOE. Ich habe nur ein Epic daraus bekommen, das waren jetzt mehrere Spiel-Sessions. Und da bin ich auch mit einer Multibox-Gruppe unterwegs, aber looten Exi darf nur einer. Kein 2x4-System, eine Gruppe darf nur taggen, aus der Gruppe kann nur einer überhaupt looten. Also diese ganzen Perks und Incentives, die ihr bei WoW Retail habt, was das Multiboxen angeht, gibt es bei Classic null. Totale Katastrophe. Bringt sozusagen gar nichts. Das Einzige, was es bringt, ist Focus-Damage. Das war's. Und diesen Focus-Damage nutze ich, um bestimmte Farm-Spots zu testen, damit ihr euch das nicht antun müsst. Und bei Exitus war in einem seiner YouTube-Videos mal die Frage, sag mal, was ist mit Classic? Ich spiele noch Classic, da kommt ja nichts mehr. Ich hatte die Frage, sag mal, ich spiele noch Classic, da kommt nichts mehr. Und ich dachte, okay, wenn die Zeit das erlaubt, baue ich zwischendurch mal den einen oder anderen Classic-Farm ein und schauen wir mal. Aber klar, alle sind noch im 8.3, einfach Hype. Das zieht jetzt einfach mehr, das merkt man auch mit Classic. Es kam ein paar wieder zurück zu Retail, das ist deutlich spürbar. Aber ich zumindest habe die Classic-Leute nicht ganz vergessen, aber ich glaube, bei dir, Exi, ist es zeitlich. Wenn ich jetzt einen Fact-Check nochmal gucken, hier eine Idee, du hast den Raid, Classic kriegst du gar nicht mehr gestempelt. Aber du streamst da noch hinbei, was ich ja nicht habe. Du hast ja sozusagen deine regelmäßigen Stream-Geschichten. Mhm. Dann muss ich das halt machen, Exi. Arbeitsteilung, ich kümmere mich um Classic, du kümmerst dich um Stream. Und dazu kommt auch noch einfach, dass es mich halt einfach überhaupt nicht interessiert. Ja, dann bringst du sowieso nichts. Ich bin verwöhnt mit 2x4 Farms und Gruppenloot und Gruppenfinden und ich bin verwöhnt. Es tut mir leid, sorry. Alle Erze, Erze mit bis zu 10 Chars. Blumen mit 10 Chars gibt es in Classic auch nicht. Einmal Blumen abbauen, einmal Erz abbauen, Kirschen dann da jetzt noch nach der alten Mimik. Ein Char lootet, nicht 8 Char looten. Also ich habe mir das nur angetan, um ein bisschen Killspeed zu haben, um bestimmte Farmspots. Tipp mal, wie viele Elite-Areas es gibt. Und wenn man guckt in Classic Vanilla,
Die Elite-Mob-Bereiche, Exi, sind ernsthaft, ich habe zweimal nachgeguckt, weil ich das nicht geglaubt habe, das läuft als nicht instanzierte Dungeons. Also sowas wie Tür's Hand in den östlichen Pestländern, du erinnerst dich da, Tür's Hand, Südosten. Ja. Das läuft als nicht instanzierter Dungeon. So, das hat noch, ist ein Relikt aus der MMO-Zeit, aus Anfang der 2000er. Ja. Tipp mal, wie viel Elite-Mobs, auch die Low-Level, du kannst auch die dann Silberwald, wo diese Worgen, die sich da verwandeln, die Arugal, Söhne Arugals und sowas, zähl die mal mit, darfst du mit reinzählen. Ich würde mich interessieren, ob du ganz grob eine Vorstellung hast, wie viele dieser Elite-Gruppenspots, wo nur Elite-Gegner rumrennen, es gibt in Classic. Ich hatte vorhin mal nachgeschaut. Da müsste ich kurz, also wie gesagt, die Arugal, aber da sind, glaube ich, nicht sonderlich viele, das weiß ich wohl. Das mit den Drachen in Ashara habe ich jetzt von dir, kannte ich nicht. Mhm. Ich weiß noch, dass es im Süden von Winterquellen Dämonengebiet gibt. Die waren, glaube ich, auch Elite. Die flüsternde Schlucht, glaube ich, heißt sie. Mhm. Kein Plan. Genau. Wenn ich mich recht erinnere, die Steinriesen unten in Winterquell auch. Die sind ja genau, das sind die zwei, genau, die nächste Gruppe. Wenn ich die Zahl gleich sage, wirst du noch heftiger gucken als jetzt, also noch mehr die Stirn runzeln. Ja, warte, ich bin gerade erst davon überlegen. Was gab es denn da noch? Hier, wie heißt es? Verdammter Bildschirmschoner. Haasklan, westliche Pestländer zum Beispiel, ganz weit im Norden. Okay, hier der Übergang von Rotkammgebirge zur Sengenden Schlucht, gab es da nicht auch was? Mhm. War das ein Ja oder war das ein Nein? Ja, ich meine ja. Ja. Ich meine ja auch so diese komischen Dämonenviecher oder sowas. Ja, hier die Imps und sowas in der Richtung. Ich glaube, Gebirgspass der Totenwinde, war da nicht auch was? Nee, die waren einfach nur hoch, aber nicht Elite. Ja, das weiß ich zum Beispiel gar nicht, müsste ich mal nachgucken. Also ich musste auch nur, Ich gebe auf, weiß ich nicht. Sag doch mal, dass wir eine Zahl haben, so zum Schluss. Meinst du jetzt Farmspots in dem Sinne oder Gebiete so an sich? Richtig, Gebiete. Elite Areas, in Klammern. Also known as Non-Instant Dungeons, Micro-Dungeons und Half-Dungeons. Are areas in a non-instant zone full of elite creatures. These usually require a group to complete and are often the focus of group quests. Ne? Also nicht instanziert, alles Elite-Gruppe sind eigentlich für, für Gruppen gedacht, sowieso für Quests. Düsterbruch war doch auch noch was, oder? Glaube ich, Düsterbruch? Genau, das ging bis Patch 2.3, dann hatten sie das geändert. Und ich hab dann mal geguckt und dachte so, wie viel gibt's denn? Und da hat 10? Mir tatsächlich 15? Oh. Von wegen, warte mal. Ah, okay. Ich gehe mal auf den Artikel, den ich mir gebookmarkt hatte. Elite Areas. Zählen die Weltbosse auch dazu? Heldes in Kategorie Elite Areas. 71 in Total. Oh. 71, ja. Hätte ich auch nicht gedacht. Was haben wir? Ich nehme jetzt mal hier Twilight Ridge zum Beispiel. Westlich auf Naren. Achso, das ist die gesamte, Moment, das war die gesamte, aber WoW. Aber in Classic sind es ein bisschen weniger. Ein bisschen weniger, ungefähr 3, 6, 7, 10, 10, 13, 15, 16, 20, 25, 27, 30. Etwas über, tatsächlich in Classic über 40. Über 40 Elite-Bereiche. Ein paar von denen wollte ich mir mal angucken. Ich hatte tatsächlich bei dem 950. Kill hatte ich die Mauer der Toten, dieses Schild erhalten, das ist gedroppt. Und ich habe deswegen gesagt, ich muss schon 1000 Viecher killen, Exi. Denn wenn man diese Dropquote von 1 Promille, ist ja ein Tausendstel. Wenn ich die statistisch irgendwie forcieren möchte, muss ich mir es ja leider antun, Exi, 1000 Viecher zu töten. Nur um statistisch. Da kam witzigerweise ab bei dem 950. Kill, ich war schon echt am Verzweifeln. Ich habe keinen Welpling bekommen. Ich habe auch nicht so viel grüne Items, also im Schnitt gibt es nur alle 3% Kills überhaupt ein grünes Item, also auch das ist eine Katastrophe im Vergleich zu Retail oder sowas. Es gibt nicht so viele Uncommon BOE-Drops in Classic, also völlig andere Mechanik. Und in Exitus Kommentarspalte zu unserem letzten Goldcast hat da auch jemand, hieß sie Ellen oder so, geschrieben, also Classic und Retail sind so völlig verschiedene Spiele. Ellen, kann ich nur sagen, ja, kann ich bestätigen. Es fühlt sich anders an, es sieht anders aus, man geht es anders an.
das kannst du null vergleichen. Also es ist wesentlich anstrengender, finde ich, in Classic Gold zu machen. In WoW BFA derzeit ist es natürlich auch durch A3 eigentlich nicht so schwer. Die Frage ist, wie viel Gold ihr macht, nicht ob. Ja, richtig. Also sage ich jetzt mal ganz. Und das ist Classic durchaus anders. Aber das ist auch okay so. Das fiel mir noch ein. Also, aber du bist durch mit Classic, halt mit Fest fürs Protokoll. Ja. Bis auf weiteres wahrscheinlich. Schon lange. Keine Chance von Comeback, wenn Blizzard jetzt sagt, Burning Crusade kommt nochmal raus für Classic oder Classic Plus. Wirst du es dir angucken? Ruf mich bei WOTLK nochmal an, okay? Okay. Ja. Also auch hier nochmal bitte in die Kommentare des Goldcasts. Nur mal für mich dann, der jetzt überhaupt noch Interesse hat, Classic-Sachen zu machen, wie viele sich von euch interessieren, noch für Classic Goldmaking und Farmen, wird mich mal brennend interessieren, wer von euch dazu noch Bock hat. Wer von euch spielt das noch? Hört sich die Goldcast an, wohl wissend, Classic ist eine absolute Nebenrolle. Sag das mal bitte ganz ehrlich, weil es für mich auch ungefähr so ein kleines Indiz ist. Ne? Wenn du noch drei Leute sagen, ja, super Classic-Videos. Mein letztes Video hat jetzt über 1300 Aufrufe, sagte ich zu Exi, war überrascht. Ich habe nicht mit der Resonanz gerechnet. Vielleicht wollten auch nur gucken, welcher Bekloppte macht ernsthaft 1000 Elite-Kills. Wie bescheuert kann man sein? Und stimmt das? Nach Motto, nie im Leben. Und dann hatte ich ja einen Videoausschnitt dazu gezeigt. Ich war natürlich mit meinen 8 Chars unterwegs, um diesen Killspeed zu haben. Vielleicht wollten viele einfach nur sehen und sagen, pff, wo hat der denn bitte 1000 von diesen Elite-Drachen? Ja, wahrscheinlich. Die sind mühsam, niederzuzergen, auch von 60er mit gutem Equip. Und bei mir sind sie halt Two-Shot, immerhin, sonst hätte ich es mir nicht angetan. Ich würde niemals mit einem Tri-Exi in Classic 1000, also Level 50 plus Elite, diese Söhne des Arugal, klar, die ballerst du mit AOE weg, aber diese High-End-Elite-Geschichten, gerade verwüstete Landen, bin ich mit meinen 8 Chars hingetippelt. Das sind so Level 61, 62 Elite. Ich sag mal so, da war ich Two-Shot. Das war direkt ein Gruppenvibe. Neben mir stand ein richtiger WoW, eine richtige Gruppe, eine komplette Gilde, die da am Farm war. Ich dachte, mache ich mit meinen 8 Chars. Ja, bin da locker flockig vorbeigeritten. So, und die haben alle geguckt, dachten so, hey, wo will er denn hin? Dann gab es einen Gruppenvibe und alle haben nur applaudiert und gelacht. Und ich dachte, ja, wer den Schaden hat, braucht für den Spott nichts zu sorgen. Dann habe ich mich direkt beim Geisterheiler wieder belebt, weil es mir zu peinlich war, die Leichen dann wieder zu holen und dachte, ich komme wieder, wenn ich 60 bin mit Equip. Okay. Das war ein bisschen hart. So. Nee, gut, jetzt habt ihr ganz, ganz viele Aufgaben, was ihr uns in den Chat schreiben sollt. Natürlich immer noch in den Kommentaren. Und wir kontrollieren das. Ja, wir kontrollieren das. Natürlich auch immer mit der Prämisse, wenn ihr Fragen habt, immer rein damit, denn dafür sind wir da. Ich persönlich bin für heute aber eigentlich durch, Andreas. Was meinst du? Ja, wir haben, damit wir auch für die 16. Folge noch genug Stoff haben, sag hier schon mal, hat super Spaß gemacht. Den finden wir schon. Klasse, und ich freue mich auf die Nummer 16. Und Schlusswort hat Exi. Gut. Wir haben heute ein bisschen übertrieben, tut mir leid. Ich weiß, ihr findet das toll. Passt schon. Nein. Ja, wir haben heute tatsächlich ein bisschen mit der Zeit übertrieben. Andreas, was meinst du? Ja, ich... So knapp 2 Stunden, glaube ich, haben wir diesmal. 2 Stunden, 120 Minuten haben wir diesmal. Nee, mehr? Oh Gott. Das Gesicht von Exitus, alle, die jetzt hören, die das jetzt nur hören, Exitus sieht gerade die Augenbrauen nach oben, guckt so ein bisschen befremdlich nach dem Motto, hat der Typ getrunken? Ja. Und macht nur den Daumen nach oben im Sinne von zeitlich mehr, okay. Oh, ja. Dann ist es Spielfilm mit Überlänge. Definitiv. Trotzdem ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, um zu sagen, dass wir uns, denke ich mal, recht herzlich dafür bedanken, dass ihr es wirklich mal bis zu dieser Stelle ausgehalten habt. Vielen Dank für euren Support, alles in allem, und wir freuen mich ebenfalls, denke ich mal, so wie Andreas auch, auf die 16. Folge. Ich wünsche euch einen schönen Abend, Wochenende oder wann auch immer ihr das jetzt hört, und wir melden uns dann, wenn wir was Neues für euch haben. Bis dann. Bis dann, ihr Lieben. Tschüssi.